Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und Hallo. Herzlich willkommen hier bei Hunter und Kron oder vielleicht seht ihr das Video auch auf der Website vom Spielwerks Verlag. Genau, denn wir spielen heute Die Macher, wie ihr es hier schon seht, in der Neuauflage bei uns als Prototyp. Edition 4, wenn ich mich recht entsinne, denn das Originalspiel ist älter als ich. 1986 kam es das erste Mal auf den Tisch und irgendwie scheint es da immer noch eine große Fan-Community zu geben, jedenfalls so viele, dass Spielwerks sich entschlossen hat, hier nochmal eine neue Edition rauszubringen. Und du hast es schon gesagt, alles, was ihr jetzt hier sehen werdet, ist Prototypmaterial, grafisch, Layout, verändert sich einiges noch am Spielbrett, zeige ich euch jetzt auch hier nochmal eingeblendet, und einige Holzkomponenten, hier sind noch Holzscheiben zu sehen, das sind nachher dann einfach quadratische Plättchen. Aber von der Ikonografie und dem, wie man spielt, da ist dann schon alles final. Genau. Was machen wir in Die Macher? Ihr seht hier neben uns schon liegen uns verschiedene Landtage, denn wir bestreiten 4 Landtagswahlen in dem normalen Spiel und versuchen dort natürlich über Stimmen und Beeinflussungen der entsprechenden Wähler oder uns auf die Wähler einzustellen, welche Programme sie haben, dementsprechend die Stimmen zu erlangen und natürlich somit die Wahl für uns zu entscheiden. Und ihr seht schon ganz gut und dick aufgedruckt, wie viel Maximalpunkte es immer gibt. Und wie bei jedem guten Euro, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Es gibt natürlich noch andere Beeinflussungen, wo es Punkte hergibt. Das wäre sonst ein bisschen vielleicht zu wenig, aber das ist so im Groben und Ganzen der Abriss. Die Macher ist von Karl-Heinz Schmiel, falls wir das noch nicht gesagt haben, auch schön oben in der Ecke, Kalle Nummer 1. Illustriert und auch im Grafikdesign ist wieder Harald Lieske unterwegs gewesen, wie so oft ja für Spielwerks. Und das Ganze ist für 3 bis 5 Spieler. Und wer richtig zählen kann, stellt fest, dass nur 2 Spieler sind. Ich bin ja schon breit, aber das reicht dafür noch nicht. Das heißt, wir haben uns einen 3. Spieler geholt. Autonoma Deluxe. Matze ist freundlicherweise hier eingesprungen. Ihr werdet gar nicht zum Gesicht bekommen. Über den Tisch wegen. Ah, über den Tisch wegen. Matze, ja. Das ist Matze. Das ist erkannt, ja? An der Hand erkannt. Matze, sag doch mal Hallo. Hallo. Sehr schön. Genau. Freust du dich heute hier zu sein? Ich freue mich total, hier zu sein und mit euch Die Macher zu spielen, weil ich glaube, es ist ein ganz interessantes Spiel, auch wenn ich mehr im Hintergrund agieren werde und nicht vor der Kamera Wobei sitzen werde. Wobei das thematisch ja irgendwie auch passt. Ich passe, genau. Die Fäden im Hintergrund ziehen. Die zieht heute Matze. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir haben uns überlegt, du hast es schon angesprochen, die reguläre Kurzvariante sind 4 Landtagswahlen. Es gibt auch eine lange Variante, oder früher wurde das auch immer über 7 Landtagswahlen gespielt. Diese Variante gibt es auch immer noch. Und wir wollen heute mal nur zum Einführen euch die Mechanismen zeigen, eine noch etwas kürzere Version bringen. Wir werden über 2 Landtagswahlen spielen und dann werden wir euch mal kurz zeigen, wie abgerechnet wird. Ihr könnt euch also noch vorstellen, da kommen noch 2 Landtagswahlen. Das macht natürlich einiges in der langfristigen Planung. Das werden wir jetzt auch tun, ja, deswegen gewinnt Matze vielleicht auch nicht, weil er langfristig den Masterplan hatte. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein. Wir haben hier schon für euch den Aufbau vorbereitet. Ihr seht das Brett, ihr seht hier unterschiedliche Tableaus. Die wollen wir vielleicht nochmal kurz benennen, Piet. Willst du uns mal die Tableaus kurz benennen? Ich soll die Tableaus benennen, tun wir das. Haben Sie gelernt. Vielleicht kann dir Matze auch helfen. Wir haben hier drüben auf jeden Fall erstmal die Parteibasis, die hier angezeigt wird, dass am Ende Basissiegpunkte sind und auch ein Medientableau, wo wir Siegpunkte über die Medien machen, wenn wir die Landtagswahlen abhandeln. Wir haben ein Parteiprogramm-Tableau, wo wir unsere Parteiprogramme anpassen können. Ja, das heißt, in dem Schritt können wir da ein bisschen variieren. Das werdet ihr gleich sehen. Wir haben jeweils 4 Tableaus und ihr habt es schon erraten, das sind die 4 Landtagswahlen und wie es dort aussieht und wie die Stimme. Hier in der Mitte seht ihr das Land. Sachsen-Bremen. In dem Fall ist es Bremen, Berlin ist das Saarland und natürlich Nordrhein-Westfalen, ne, wenn wir schon ein Spielwerksspiel spielen. Ihr seht die Volksmeinung und was sie dort gerne hätten oder wie sie eingestellt sind, worauf sie Wert legen. Ihr seht hier eine kleine Wahlurne. Damit werden wir also anfangen. Das ist das erste Land, um
in denen die Wahl stattfinden wird. Bremen heute. In dem Fall Bremen, genau. Wir haben hier... 12 Punkte. Wir kriegen 12 Punkte. Wir haben hier, und das weiß ich mir aus dem Kopf nicht. Umfrage. Das also Umfragetableau, Umfrage. Genau. Wo wir in den Umfragen, wenn die stattfinden, für jedes Land eine Umfrage stattfinden lassen werden. Wir haben ein Multiplikationsplättchen und einen Startspielermarker. In dem Fall ist es die Linke, die ich vertreten werde. Und wir haben hier das Volkstableau. Ja. Wo die Meinungen von dem Volk sind. Eigentlich ist es für mich eher das Medientableau, weil dadurch, wer die Medien beherrscht, kann natürlich die Meinung des Volkes ein bisschen beeinflussen. Und das ist, was hier dargestellt wird, das ist limitiert, das ist für die Langzeitplanung natürlich auch wichtig. In dem Fall haben wir noch alles zur Verfügung am Start des Spiels. Genau, ihr seht da nämlich so schöne Plus- und Minuskarten, seht ihr hier auch am Rand liegen. Hier, wo wir die erste Landtagswahl durchführen werden, ist die aktuelle Meinung auch schon bekannt. Und Matze, du kannst uns doch mal kurz sagen, was dann das Volk eigentlich möchte. Also im Moment, Bremen ist hier sehr, sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. Also Verkehr wollen sie auf alle Fälle, Verkehrswesen soll hier auf alle Fälle verbessert werden. Beim Umweltschutz ist sie nicht so wichtig. Ja. Sozialstaat ist auch nicht so wichtig, aber in der Gentechnik, da wollen sie ganz weit vorankommen. Dann haben wir hier noch einmal dieses Kamerasymbol, seht ihr hier unten, ne? Das ist, hat sowas mit Überwachung zu tun, natürlich auch wieder Sicherheit. Plus und Minus oder Sicherheit. Dann Digitalisierung, hier so ein bisschen an diesem iPad oder überhaupt Pad mit Nullen und Einsen symbolisiert. Und dann gibt es noch ein letztes... Fangen wir hier um, das ist die Bildung, ob wir halt pro oder nicht so für Bildung sind. Ja. Wir sind eigentlich nicht so viel. Im Spiel, wie gesagt, ja, bis zu 5 Spieler gibt es 5 unterschiedliche Parteien. Wir haben uns jetzt einfach mal für Grün, Rot und Pink entschieden, was hier im Spiel SPD, Grün und die Linke symbolisiert. Es gibt dann noch Gelb, die FPT, soweit ist es schon, ihr seht schon, ich bin kein Digitalisierung. Und Schwarz, die CDU. An der Stelle möchte ich natürlich nochmal ganz stark betonen, dass die einfach zufällig gewählt wurden. Das spiegelt nichts wider oder vielleicht doch. Das wollen wir jetzt einfach mal im... Ja, in der Schwebe lassen. Und ich weiß auch gar nicht, wann ihr dieses Video zu Gesicht bekommt. Eventuell vor der Europawahl. Dann bitte ich euch natürlich trotzdem, auch wenn ihr nicht politisch interessiert seid, geht zur Wahl. Wählt einfach wenigstens nicht die falschen Parteien. Und sollte es danach kommen, nach der Wahl, ist ja auch irgendwie vor der Wahl. Also Jede Stimme zählt, das werden wir hier auch sehen. Ja, genau. Ne? Jede Stimme zählt. In dem Sinne würde ich sagen, fangen wir an, oder? Und wie fangen wir da an? Ich zeige euch das mal bei mir auf dem Blatt. Und zwar können wir uns einen Startvorteil sichern. Wir können uns aus einem 5er-Block auswählen, mit dem wir anfangen. Und wir haben hier einfach Wahlveranstaltungen, mit denen wir schon, also dass wir in dem Land schon Wahlen, also ein bisschen Stimmung gemacht haben, unser Trend schon verbessern können, uns einfach Stimmen kaufen haben. Oder gleich mit Medienpräsenz starten. Da darf keins doppelt sein. Das heißt, ich kann, wenn ich hier Wahlveranstaltungen habe, kann ich nicht alle in Berlin stattfinden lassen und damit plus 9 haben, sondern das muss halt differenziert sein. Und ich denke einfach mal, wir fangen hier einfach mal damit an. Dann muss man hier die Kürzel reinschreiben, aber ich schreibe es mal aus. Und... Also das geht nämlich schon wieder nicht, sehen Sie, ja, wer aufgepasst gleich hier hat. Gleich hier schon wieder Fehler hier. Und werde das einfach so mal aufteilen. Bewusst hier, einfach damit aufteilen. Ihr mal seht, wie man es nämlich nicht macht. Ja, das haben wir jetzt alle für uns entschieden und eingetragen. Diese kleinen Zettel sind natürlich dabei. Ihr werdet auch sehen, die sind auch rückseitig bedruckt. Da kommen wir nämlich später dazu. Und jetzt tragen wir einfach, das ist eigentlich wurscht, das kann auch simultan passieren, aber ja. Pete, fang du doch einfach mal an, sag uns mal, was du getan hast. Ich habe mich für Bremen entschieden, 3 Sachen. Und zwar habe ich in Bremen schon mal ein bisschen Wahlveranstaltung abgehalten. Ich habe in Bremen schon mal dadurch ein paar Stimmen gesammelt. Ah, genau, auf die 6. Und mein Trend
Werde ich ja auch gleich mal verbessern. Jetzt ist natürlich viel in Bremen passiert. Vielleicht hängt es doch damit zusammen, dass wir nur zwei Landtagswahlen haben. Ja, natürlich. Aber ihr seht es jetzt hier auch gerade. Pete macht natürlich auch noch. Dann habe ich Berlin. Natürlich in Berlin noch drei, um einen Trend in Berlin halt. Ja. Ja, als Berliner. Der Trend, genau, der Trend in Berlin ist ganz wichtig. Ja. Ich mach mal weiter. Ja. Ich, lustigerweise ist Bremen bei mir auch hier ganz vorne. Auch mit drei Wahlveranstaltungen. Verrückt. Aber ich bin auch nach Berlin. Ich meine, diese Wahlveranstaltungen sind ja eigentlich immer dabei. Und? Ich bin tatsächlich... Nordrhein-Westfalen. Nein, ich bin ja auch nach Saarland gegangen. Oh, verrückt. Da muss man ja auch ein bisschen was. Ich, wie gesagt, ich denke ja auch an den Long Run. Der Long Run wäre aber, hier gibt es die 60 Punkte am Ende. Da könnte man auch schon mal ein bisschen was machen. Und ich habe ein bisschen Medienpräsenz hier im schönen... Nein. Berlin. Medienpräsenz in Berlin. In Berlin. Das war die andere Idee, die ich hatte. Ich gehe einen Punkt hoch im Trend. Kann mich bitte Trend mal dahin? Berlin? Trend Berlin. So, als Rot-Grün-Blinder habe ich hoffentlich den richtigen getroffen. Ja, hast du wunderbar hingekriegt. Perfekt. Und bei mir gehe ich auch mal in Bremen voran, und zwar in meinem Trend. Ich bin auch angesagt. Trendsetter. Trendsetter, ja, gehe hier hoch. Das ist immer ein Schritt in der Leiste, wenn da so ein Smiley plus eins ist. Und dann gucke ich mal noch, was habe ich hier noch in Bremen. In Bremen bekomme ich auch schon ganze 6 Stimmen. Ja, tue ich also Piet gleich. Und dann halte ich auch noch schon mal 3 Wahlveranstaltungen. Lustig, wir alle, sind, ja, ja. Wir alle machen, ja, aber die Wahl ist ja auch die nächste Wahl in Bremen. Es ist die nächste Wahl, deshalb da muss jetzt auch viel gemacht werden. Vielleicht ist es eigentlich auch schon der erste Fehler, dass man sich nicht zu sehr auf diese Strecken hat. Ja, in meinen anderen Spielen habe ich auch das erste ein bisschen zurückgelassen, ja. Aber es hatte andere Nachteile. So, dann gehen wir mal weiter hier nach Berlin. Schauen wir mal rein. Da habe ich mir jetzt nochmal 3 Wahlveranstaltungen gesichert. Ihr seht schon, 8 ist das Maximum an der Stelle. Und dann total geplant, eigentlich habe ich mich eher verschrieben, aber ich gehe mit Medienpräsenz hier mal hinten ins Saarland. Das werden wir heute dann natürlich nicht mehr erleben, aber es ist trotzdem schön. Ja? Ist trotzdem schön, vor allem das Saarland. Vor allem das Saarland, genau. Genau. Denn diese Wahlveranstaltungsmarke, diese Cubes, die sind nicht so das Problem, die sind eigentlich immer verfügbar, aber diese Medienmarker hier, davon haben wir in diesem 4 Landtagswahlspiel nur 4 und nachher, wenn man es in der langen Version spielen würde, ein mehr 5, die sind so ein bisschen limitiert. Und die sind auch nicht so unwichtig. Ja, dann gucken wir also nochmal nach Bremen hier. Und dann, Piet, wir haben unseren Zettel ausgefüllt. Jetzt als nächstes ist der Startspieler zu bestimmen. Erstmal unser Parteiprogramm. Okay, wunderbar. Ja. So machen wir es. Ich höre euch. Genau, das wird standardmäßig mit Drafting erstmal ausgewählt. Da kriegt 7 Karten, wählt sich einer aus. Dann geht es natürlich links rum, bis man 4 gewählt hat. Und dann kriegt man den Rest einfach von seinem rechten Nachbarn. Das haben wir jetzt schon mal gemacht. Nicht, dass ihr langweilige Kerle sehen müsst, die auf... Kartenstand. Hochspannend fluchend. Ja. Männer, die auf Karten starren. Das ist eigentlich Outtake-Material. Dann fange ich einfach mal an. Ja, ich habe hier so eine lustige Tomate. Achso, ich muss ja sowieso 5 verschiedene machen. Ne? Achso, ja, ich kann das ja aufdecken. Ich brauche also 5 verschiedene. In dem Fall kann ich sogar 5 verschiedene machen. Das ist natürlich wieder. Sprich, wieder. Gegensätzlich war das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Das ist ein. Ein Hauptprinzip und damit bei diesem Spiel, kann ich das Karten. Nicht mehr auslegen, weil ich bin ja schon für mehr Verkehr, dann kann ich also nicht für weniger sein. Ja, Matze, das ist so gesagt worden. Gesagt ist gesagt. Ich darf trotzdem lachen. Du darfst immer lachen. Wir haben den Kompressor so eingestellt. Und ihr seht ja, das wäre jetzt für Soziales. Und das Land selber ist eigentlich eher gegen Soziales, ja, wie ihr hier drüben seht. Das würde mir also vielleicht Minuspunkte bringen, deswegen muss ich es da nicht rauflegen. Die andere Frage, die ich mir stelle, ist, Bildung ist vielleicht... Also ich habe 2 Treffer. Du musst jetzt 5 Karten auslegen. Ach ja, 5 Karten kann ich noch auslegen. Stimmt. Das kann eine darfst du behalten am Ende. Das kann natürlich möglich sein, dass Piet nicht in der Lage ist, 5 unterschiedliche Karten auszuspielen. Ja, das stimmt. Dann würde er die Karten, die ein Problem darstellen, uns vorzeigen, abwerfen und so viele neue Karten ziehen. Nehmen wir mal an, er hatte 3 Karten, die er nicht spielen kann.
wirft drei ab, zieht drei neue hier von diesem Stapel und muss dann wieder Sachen ausgeben. Nee, das ging aber auf. Ich bin damit fertig. Mein Programm ist gesetzt. Eine musst du wegschmeißen. Man behält nur eine Karte. Ja, man verdammt. Nur eine Karte. Du musst dich jetzt entscheiden, Pete. Entscheide dich, Pete. Ich weiß, es ist, fällt dir schwer, aber... Gut. Das kommt auf dem Ablagestapel. Wunderbar. Dann so, der Schattenspieler spielt. Der Schattenspieler spielt. Also ich bin ja hier, Überwachungsstaat mag ich nicht. Dafür mag ich auch keinen Sozialstaat. so wie das halt so ist. Als Grüne. Als Grüner bin ich für die Umwelt und für die Gentechnik. Das spricht der Biologe aus mir. Aber ich bin auch pro Digitalisierung. Und das waren meine fünf und ich schmeiß noch eine ab und das ist dann wahrscheinlich bei mir. Kannst du mir geben? Genau. Dieses schöne. Und ihr habt sicherlich schon erraten, man versucht natürlich mit seinem Parteiprogramm möglichst nahe an die Meinung oder die Interessen des Volkes zu kommen. Bei den anderen Bundesländern seht ihr schon, sind viele von diesen Meinungskarten noch abgedeckt. Die werden nachher natürlich präsentiert uns und müssen dann durch geschickte Beeinflussung irgendwie zu unserem Programm passen oder wir passen unser Programm an. Ich bin auch ein bisschen für Digitalisierung. So ein klein bisschen. Dann finde ich aber, diese ganze Sicherheitsüberwachungssache, die muss jetzt nicht noch weiter ausgebaut werden. Ich allerdings als Dieselfahrer, und stellte sich ja auch erst letztens heraus, Diesel scheint ja doch gar nicht mehr so schlimm zu sein. Okay, Ja, je nachdem, welchen Spezialisten du anheuerst. Feinstaub hat, kann man wohl von unterschiedlichen Sachen betrachten. Ja. Und so soll wohl der neueste Benziner doch mehr Ausstoß haben als der 10 Jahre alte Diesel. Ach, egal. Also, wir wollten es gar nicht so politisch machen. Aber quadratische Tomaten sind super, meinst du? Quadratische Tomaten sind super. Und jetzt habe ich nämlich das Problem. Ich zeige euch das hier mal. Ich habe jetzt zweimal gegen Digitalisierung, ja, und dann habe ich hier noch einmal plus Überwachung. Das kann ich jetzt also alles hier nicht verwenden. Die schmeiße ich jetzt mal ab und ziehe drei neue. Wie er braucht. Ja, schnell alle doppelt genommen von meinem Draften, damit der neue ist. Und dann nehme ich jetzt, oder ich habe keine Wahl eigentlich, ich habe hier nämlich Minus, ja, das würde sich doppeln, das geht nicht. Ich habe hier ein Plus, das würde sich auch wieder doppeln. Aber ich habe noch plus Sozialstaat. Das spiele ich dann jetzt auch aus und dann gucke ich mal, was hier noch ist. Da hinten haben wir Flussverkehr, habe ich auch schon, Minusüberwachung habe ich eigentlich. Das ist eigentlich, ja, da gibt es jetzt noch nicht so die strategische Entscheidung. Ich lege einfach diese Karte ab. Gut. Sehr schön. Das Parteiprogramm ist gewählt und damit starten wir ins Spiel. Ach, wir haben noch gar nicht gesagt, was wir noch so haben. Wir haben ja auch noch Geld. Das haben wir ja auch noch. Wir haben noch Geld. Wir starten mit 30.000 Euro. Oder Euronen Geld. Das kann man in beliebiger Stückelung sich nehmen. Jedenfalls wurde nichts vorgeschrieben. Genau, ich habe auch mal ausgeteilt. Bezahlen. Nie mehr, euch weniger. Ja, sehr schön. Naja, natürlich, du hast die Schattendollar dabei. Das darfst du geheim halten. Das darf ich geheim halten. Ja, ich wollte hier nur mal zeigen, dass das Papiergeld ist. Das kann ich auch gerne übernehmen. Da, Da gibt es dann... Ja, das ist eigentlich das nur ist eine Info, das wollen wir gar nicht mehr. Ja, aber das ist ja Geschmackssache, die sehen auch nicht so schlecht aus. Das ist vielleicht dann doch so ein Aspekt, dass, also... Auf jeden Fall muss Geld dabei. 86 der Ursprung. Ja, muss halt Geld dabei, muss Geld dabei haben, damit du es auch wenigstens spielen kannst. Ja. Ja, viele können es natürlich auch ersetzen durch irgendwas anderes, Pokerchips oder Münzen. Man kann Münzen es auch oder übrigens mit Echtgeld spielen. Kann man. Ja, habe ich leider nicht so viel. Ja. Ja, dann komme ich, also dann hätte meine Partei so 5.000 Euro vielleicht. Ich wollte auch gerade sagen, ich bin leider nur auf 15.000 gekommen. Also, tut mir leid, ich konnte die vollen 30.000 nicht mitbringen. Verdammt. Aber das war doch die Grundvoraussetzung. Also, das war doch deine Qualifikation. Nicht einfach, weil er nur Zeit hatte, sondern bringe bitte 30.000. Wir dürfen jetzt um den Startspieler bieten. Genau, die erste Aktion, die erste Phase, die wir in der Runde machen, ist um den Startspieler bieten. Damit man das Ganze nicht vergisst, gibt es so einen coolen Übersichtsbogen, den Deutsch-Englisch. Den ich natürlich nicht habe. Den du natürlich nicht hast. Ich lege den hier zwischen uns, Pina. Oh, es ist wieder was zwischen uns. Es ist wieder was zwischen uns. Es ist die Macher, die spielen bei uns. Die Bank ist gerade etwas abgesagt, weil diese Übersicht ist voluminös. Spiel? Ja, genau. Und dafür haben wir hier auf dem Blatt, das wir geheim bieten können, diese Übersicht. Wir fangen natürlich bei 1 an. Wieso sind da 5 Runden angegeben? Du kannst mal geheim mit den
Zuschauern bieten. Genau, und ich überlege gerade, was wir bieten sollten, aber das ist immer so eine Sache, was will ich haben? Es gibt so ein, zwei Vorteile, die ich dadurch habe. Aber man muss halt auch gewinnen und ich. Wahrscheinlich schreit Karl-Heinz gerade auf: ein, zwei Vorteile. Die haben das Spiel gar nicht verstanden. Ja, guck mal auf die Kamera, mein Freund. Ja? Ich habe erst geschrieben und dann habe ich wirklich erst geguckt. Ich bin Startspielfan, ich habe 3000 gewonnen. Oh. Ich habe tatsächlich mich mal für 6000 entschieden. Du hast dich für 6000, ich habe 2000. Oh, ich habe halt sehr hoch. Ich habe einfach mal ein bisschen viel Geld. Ja, du hast investiert. Ja auch Geld mitgebracht. Genau, hast du gesagt, bedeutet aber, jetzt, das ja, heißt, genau. Der Startspieler wird hier angepasst. Der Schattenspieler wird Startspieler. Ja, und das, die Grünen werden Startspieler und werden dementsprechend nach oben gelegt. Ich flippe hier noch ein bisschen was rum. Du darfst aber auch 6000 an die Bank zahlen. Ach so, ja, stimmt. Ja, das war ja was. Der war ja was. Das ist, ihr seht schon, wir müssen das nicht abgeben übrigens. Genau. In die Bank. Achtet bitte darauf, dass ich es auch nicht gebe. Nein, natürlich nicht. Du hast es also nicht in die Bank gelegt. Ja, natürlich nicht in die Bank gelegt. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt einen neuen Startspieler, der sagt, was passiert. Ah, genau. Als erstes darf ich quasi mein Parteiprogramm ändern. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Was möchte ich denn ändern? Da hat er jetzt zwei Optionen. Das heißt, er kann eine verdeckte vom Stapel ziehen und eine offene. Oder er kann dieses Tableau komplett einmal leer machen, neu auffüllen und sich dann eine offene Karte nehmen. Anschließend darf er zwei Karten tauschen mit seinem Parteiprogramm. Und darf am Ende wieder nur eine Karte auf der Hand haben. Ja, hier hätte es natürlich sein können, dass beim Draft es nicht ganz so gut gelaufen ist und er jetzt sein Parteiprogramm auf die Meinung anpassen. Ich würde tatsächlich, ich nehme ja hier einfach mal eine Karte. Du bist nicht aus meinem. Nee, nicht aus warte mal. Ich habe du kannst auch erst die verdeckte kaufen. Ah, genau, gib mir doch mal eine verdeckte Karte. Ich gebe dir mal eine verdeckte. Bisschen, genau. Zack. Ach, das ist ja eine schöne Karte. Ah, die wolltest du unbedingt haben, ja. Das Stimme ist, der Ablagestapel sieht auch aus wie eine Karte, aber ist sie leider nicht. Nein. Ja. Das ist also gerne. Du willst also nochmal einen Hinweis haben, dass man das besser differenzieren kann? Gib mir mal, ich nehme mir mal die hier noch. Ablagestapel nehmen kann. So, ich nehme mir mal die da. So. Und möchtest du was tauschen aus deinem Programm? Ich glaube, ich möchte tatsächlich nichts tauschen. Du kannst es schon mal auffüllen. Füll mal auf. Und du aber musst ich dann möchte auf nichts eine tauschen, weil im Moment bin ich sehr gut. Da musst du zwei Karten ablegen. Du darfst ja immer Karten. Nur eine behalten. Ich darf immer nur eine behalten. Dann muss und ihr seht natürlich, hier gibt es mehrere Slots, die haben wir jetzt nicht aufgefüllt, denn wer hätte es gedacht, ab 4 und 5 Spieler kommen die dann zum Einsatz. Genau. Ah, ja, ist eigentlich ein schnelles Spiel, wenn man sich von seinen Karten trennen kann. Was? Du kannst ja schon mal weitermachen. So, ich schmeiß hier, die kann ich hier wegschmeißen. Die kannst du wegschmeißen. Du schmeißt übrigens kein Legacy-Game an. Weiter benutzt an dieser Stelle. Möchte ich mein Parteiprogramm ändern? Haben wir das so, Poppy-Loppy. Poppy-Loppy. Irgendwie ist das extrem. Du kannst ja auch alles löschen. Ich nehme einmal eine verdeckte, man könnte auch alles löschen. Und dann gucke ich mal hier noch, was will man denn vielleicht in der Zukunft? Zukunft! Also Nordrhein-Westfalen ist Verkehr gerade voll im Kommen. Ich nehme die hier, werfe zwei Karten ab. Ich habe also gegen den Sozialstaat jetzt auf der Hand. Ich versuche hier ein bisschen anzupassen. Denn in Berlin seht ihr ja hier, da ist das dann nachher angesagt. Warum machst du da auch? Ach ja, das stimmt. Gut, dass du das sagst, Peter. Ich tausche die natürlich nicht aus. Mein Gott. Eieiei, da war ich ja. Also, nur mal so. Ja, alles super. Pete, du hast mir meine Karte geklaut. Du hast alles richtig gemacht. Ja, ich habe alles richtig gemacht. Wir haben Plusverkehr, das kriege ich hin. Wir haben die Tomate, das kriege ich auch hin. Die anderen beiden. Angriff der Killer. Das andere beiden Sachen habe ich nicht. Das ist natürlich schlecht. Die anderen beiden Sachen. Naja, mit gegen die Pflanze. Aber ich schmeiße es hier mal weg. Pete räumt alles ab. Ich will neue Karten sehen. Geht das Pete hier? Ja, mach mal. Lehnt sich über den Tisch. Ich hätte es auch gemacht. Brettspiel Pilates. Und ja. Ich habe auch schon überlegt, man müsste so ein Brettspiel-Sportsender. Sportliche Aktivitäten am Tisch. Ne? Natürlich nehme ich gerne das. Hat er gut gehabt. Hat er Glück gehabt. Wieso? Es war total geplant. Das kommt in der nächsten Phase. Das ist nicht so geil. Also tausche ich. Obwohl. Warum das nicht so geil ist, das werden wir euch dann gleich sagen, wenn es so weit ist. Genau. Also die beiden Möglichkeiten habe ich.
Ist nicht nur, dass wir hier Angriff der Killertomaten haben, ich tausche das ja auch. Eine Fliege lang geflogen. Ach ja. Wer sie findet, darf sie behalten. Ich überlege, wir hätten noch mal gucken müssen, so minus welche Filme kamen im Jahr 1986. Ist das die Fliege, meinst du? Ja, naja, ich glaube, die Fliege ist älter, oder? Ach, egal. Mr. Goldblum weiß ich, dass er mitspielt. So, Portalprogramme sind angepasst. Ja, jetzt dürfen wir unsere Medienanteile sichern. In den einzelnen Bundesländern platzieren. Warum ist es so toll, wenn man nämlich die Hoheit oder die Mehrheit der Medien in den einzelnen Bundesländern besitzt, dann kann man nochmal die Meinung der Leute beeinflussen. Genau. Allerdings kostet so ein Marker auch 5.000 Scheine. Sehr teuer. Also einmal 5.000 Euro, genau. Aber man kann halt wirklich aus diesem Tableau hier drüben eine Meinung wählen und eine ersetzen. Es darf natürlich dann nicht zu Widersprüchen kommen. Und interessant ist auch noch, dass dieser Medienmarker unter bestimmten Voraussetzungen, erzählen wir auch nachher, auf das Tableau hier oben kommt. Und dort gibt es dann am Ende auch nochmal die jeweilige Anzahl an Siegpunkten. Möchtest du Medienpräsenz? Ich überlege, ich bin ja der Startspieler. Du bist der Startspieler. Ich bin der tolle Startspieler. Du könntest auch passen. Ich würde erst aufgehört, wenn alle gepasst haben. Vielleicht passen wir auch alle, dann wäre das doof gewesen. Aber, na, ich habe jetzt wieder schlau gespielt, fällt dir gerade auf. Du hast schlau gespielt. Ja, ja. Schlau wie Schlumpf, ja. In jedem Bundesland jetzt seine Medienpräsenz. Das ist, das ist mein Problem, weil ich könnte ja hier auch schon Stimmen machen, aber das hätte ich dann gleich anpassen. Aber machen wir gleich. Schade, Piet. Ich fange einfach mal an. Ich kaufe tatsächlich einmal Medienpräsenz. Ja, okay. Und gebe hier 5.000 wieder an die für mich, Bank. An die Bank. Okay. Ganz sicher, dass wir das nochmal betonen. Ja. Genau, und ich. Mal gucken, was hier noch so ansteht. Wo möchtest du denn deine? Ich überlege tatsächlich, ich bin ja schon sehr medial in Berlin unterwegs. Ja. Aber in Bremen halt noch nicht. In Bremen? Und in Bremen wird ja bald gewertet. Ja, und? Aber. Vielleicht willst du aber auch lieber nach Nordrhein-Westfalen. Vielleicht will ich lieber nach Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen passt gerade noch nicht so zu meinem Wahlprogramm. Das kann ich dann ja anpassen. Nee, aber ich glaube, ich gehe tatsächlich nach. Sehr schön. Gibt so viel Geld aus am Anfang. Ja, so ist es. Man muss das Geld ausgeben. Man muss ja auch ausgeben. Ne? Wozu hast du das? Bargeld ist totes Kapital, wird immer gesagt. Ich gucke, da kann man eigentlich nur eine Medienpräsenz. Ja. Du kannst nur einen kaufen, wenn du wieder reinkommst, kannst du noch einen kaufen. 5.000 gebe ich aus und ich möchte gerne hier in Berlin mal so ein bisschen Kontra bieten. Alex kauft sich den Artikel in der Mickey Maus. Ja. Und mal gucken, ob dein Artikel in der Bravo mehr gelesen wird. Wahrscheinlich. Es ist dann doch immer wieder erschreckend, habe ich selber schon machen können, die Erfahrung, wie viele Leute die Bravo lesen. Piet! Ja. Das ist für eine andere Geschichte wichtig. Ich gebe ja auch mal 5.000 in die Bank, damit ich so markerlos werde und ich komme mit nach. Wo Bremen. Nach Bremen. Nach Bremen. Reihe mich da sozusagen. Du reißt dich ein in Bremen. Ich passe. Du passt. Jetzt, vielleicht kaufe ich einfach noch. Ihr seid da hinten am Start. Warum seid ihr da eigentlich alle am Start? Wir sind Wenn ich da gewinne, wenn ich da die Landtagswahl gewinne. 12 Punkte. Dann kann ich dann so einen Medienmarker rübersetzen. Ja, da war ich jetzt wahrscheinlich nicht mit so vielen Stunden. Alles, was wir jetzt labern, das erklären wir euch nachher auch nochmal. Nee, ich gebe doch einfach nochmal 5.000 aus. Wer hat's, ne? Wer hat's, der Alex? Und geh hier rein und setz hier nochmal einen zweiten Medienpräsenzmarker. Piet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hättest du nicht gedacht, ne? Das ist unkonventionell. Oh, dann erzückt er die Fuffis im Club. Das ist natürlich auch eine Strategie von mir, ne? Weil ich ja die Bank bin. Du zahlst endlich gar nicht. Zahl nochmal 5. Du zahlst nochmal 5 und? Das ist schon schwierig. Jetzt setz doch einfach mal in Nordrhein-Westfalen. Nee, das hat keinen Wert. Ich fühle mich gerade abgehängt von euch mit der Medienpräsenz, eindeutig. Versucht jetzt die Mehrheit in Bremen zu erlangen. Das ist jetzt der Knall im Nee, war es wahrscheinlich nicht. Aber ich
halte mich mal du passt? Zurück. Ich passe. Ich bin ja auch Startspieler. Passe auch. Ja, dann passe ich auch. Dann haben wir alle gepasst. Dann dürfen wir jetzt nochmal auf unsere Übersicht gucken. Die ist eigentlich gut. Für die erste Runde empfehlen wir das auf jeden Fall. Jetzt können wir nämlich die Wahlveranstaltung abhalten. Startspieler beginnt. Ja. Startspieler du kannst beginnt. In jedem... Jetzt geht es hier um diese Cubes, die wir gesetzt haben. Genau, man kann jetzt in jedem Bundesland kann man diese Wahlveranstaltung, die wir hier schon vorbereitet haben, entsprechend noch mal weiter hinzufügen. Das Maximum ist in dem Fall 8. Ich kann es aber in jedem Bundesland machen. Aber je mehr ich kaufe, desto teurer wird es natürlich. Die ersten 3 kosten jeweils 1.000. Die nächsten beiden kosten 2.000. Dann müssten es 3 und irgendwann sind es 5.000 sein. Und dabei ist noch ganz interessant, ihr seht ja, jetzt haben wir jeweils 3 von diesen Wahlveranstaltungen jeweils unterschiedlich verteilt, wobei das ist bei uns eigentlich ja gleich verteilt in Bremen und Berlin. Es gibt nachher nämlich die Möglichkeit, diese Veranstaltung in Stimmen umzusetzen. Ja, und diese Stimmen sind ja wichtig dann wieder hier. Umso mehr Stimmen man hat, umso mehr Punkte gibt es dann. Aber das darf man in den anderen Bundesländern, in denen es nicht zur Landtagswahl kommt, erst ab 4 von diesen Wahlveranstaltungen. Ja, das könnte man jetzt vielleicht nochmal berücksichtigen. Wenn man also in Berlin oder hier hinten auch schon Stimmen umsetzen will, muss da noch einiges an Cubes hinzukommen. Mhm. Matze, wie ist dein Feeling? Ja, ich bin ja schon... Du bist schon dabei, ja? Zählst schon Geld. Ich fiele ja schon ganz doll. Ich versuche ja da schon... 4 waren 5.000. Ne? Ich zähle auch schon mal mein Geld hier. Ja, ich kaufe dann mal 2x2 hier Bank. 2x2. Und ich gehe dann nämlich tatsächlich einmal nach Bremen und gehe dann auch nach Berlin. Bist du jeweils mit 5 hier in Berlin und erstmal mit 5 in Bremen vertreten? Verstehe. Dass du nicht alles verstehst. So, und ich wollte aber gerne... 5.000. Wie habe ich denn? Ich gebe mal 5.000 aus. 5.000 und gehe ich damit nach Bremen. Ach verdammt. Nee, ich gehe mit damit nach Berlin. Und für 5.000 bekomme ich 4. Zack, wird also schon mal ein bisschen vorbauen. Und dann überlege ich nochmal, ob ich da hinten nochmal was mache. Einfach nur mal, um es auch zu machen. Und ja, ich gebe nochmal 5.000 aus, damit ihr das auch mal seht. Jetzt für unser Spiel heute, um euch das vorzustellen. Bringt das noch nicht ganz so viel, aber ich gebe 5.000 aus und werde 4 Cubes, 4 Wahlveranstaltungen whoop, ganz hier hinten nach Nordrhein-Westfalen setzen. Das Land mit den vielen Punkten am Ende. Das nennt man dann wirklich Long-Term. Das nennt man Long-Term. Bist du dann fertig? Ich bin voll fertig. Gut, ich zahle erstmal 3 und 3 Cubes nach... Wo geht's hin? Nordrhein-Westfalen. Das ist es. Warte, ich mach mal für dich. Ich setz dich mal auf die Linke. Ich bin nicht die CDU. Du bist nicht die CDU. Wir setzen dich mal hier hin. Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Dann setze ich nochmal 2 für die hier. Dass man das nochmal macht. 2 in Saarland. Da schmeißt er mit Scheiben um. Ja, ich sehe, es ist eindeutig. Du gehst jetzt in Berlin. Berlin, setze ich hier 3 nochmal hin. Da ist jemand eindeutig auf Stimmenfang. Und dann... Wenn er es nötig hätte, ne? Meinst du? Wie sieht's aus, Bremen? Oder... Ich überlege gerade, ich nehme nochmal 3. Und... Nochmal 3. Gehe dafür hier hin. Ich hoffe, das reicht für meinen Plan. Da wir deinen Plan alle nicht kennen, das ist super, kann ich oder? Das nicht sagen. Und damit bin ich fertig. Damit bist du fertig. Dann
gibt's wieder was Neues. Wer hätte das gedacht? Ja, in diesen Phasen hauen wir hier was raus. Wir haben nämlich euch noch nicht gezeigt, aber alle hier vor uns liegen und in der Hand sogenannte Schattenkabinettkarten. Ja. Da wurden einige aussortiert, die man nur im Spiel über 7 Landtagswahlen nimmt. Wir haben jetzt nur die Karten mit den schönen Uhren. Ich kann die euch mal bei Pete zeigen. Genau, wir haben also hier immer einen der uns die Politiker, die wir sind. Ja, ich würde eher sagen Lobbyisten oder wie auch immer. Jedenfalls die, die unsere Sachen beeinflussen können. Und hier seht ihr auch immer, in dem Quadrat oben ist immer die Hauptaktion. Die wird immer gewählt und dann kann man eins der beiden unteren wählen. Wenn so eine Aktion ein Ausrufezeichen hat, dann kann ich die nur machen, wenn die noch nicht vorher gemacht worden ist von jemandem. Das heißt also, wir entsenden jetzt ja alle unsere Leute, der Startspieler beginnt, die hinzulegen. Und wenn er zum Beispiel den hier schon mal aktiviert hat und hingelegt hat und ich den auch gelegt habe, dann könnte ich die Aktion also schon mal gar nicht mehr erwerten. Das heißt aber, aktiviert jeden, den ich aufdecke, muss ich überlegen, ob ich ihn bezahlen möchte. Ja, also ob ich ihn wirklich bezahle für das, was er tut. Da hat man hier links unten die Kosten, die man, wenn die Karte aufgedeckt wird, bezahlt oder auch nicht. Ja, und dann kann man, sobald er dann an der Reihe ist, einmal die Hauptaktion machen und einmal die Aktion unten. Das sind genau diese ähnlichen Varianten, die wir auch schon auf den Zettel hatten. Also ansonsten gibt es hier nur etwas, das ein oder andere Bonusteil, was wir dann erklären, wenn wir es aufdecken. Ja, hier kann ich also mein Parteiprogramm nochmal anpassen. Hier kann ich eine Stimmungskarte kaufen oder aktivieren. Und hier kann ich einfach eine Meinung verstärken oder dementsprechend schwächen. Ja, wenn ich das aktiviere. Und da fehlen wir, fängt der Startspieler an, die Karten hinzulegen, bin ich der Meinung. Ja. Und das kann man jetzt auch für jedes Bundesland schon tun. Du hast es gesagt, die werden verdeckt hingelegt. Sollte man aus irgendwelchen Gründen die Kosten dann nicht bezahlen möchten, dann verschwinden die halt. Man muss sie nicht ausgeben, aber die Karten sind dann weg. Genau. Jede kann man nur einmal. Ja, du könntest damit also einen super Blef starten jetzt oder. Ja. Und auch noch mal gucken, ob man die Finanzen überhaupt hat. Sie wollen ja bezahlt werden. Ja, leider. Leider. Diese Lobbyisten sind denn doch nicht umsonst. Manche schon. Ich baue den Druck auf. Und zwar, möchtest du, machst du jetzt schon? Ich mach schon was. Du legst schon was hin. Ich lege schon mal eine hier hin. Hast du hingelegt, genau. Ja. Genau. Eine ist jetzt also nach Bremen ausgesandt. Ja. Und ich gehe dann noch mit einer Karte einmal bitte ins Saarland. Ins Saarland? Ins Saarland. Einfach mal da runterlegen. Und am Anfang kann man ja. Wunderbar. Ich werde eine Karte hier nach Bremen entsenden. Und das war's von meiner Seite aus, Piet. Das war's. Ihr seid mehr, Leute. Ja. Ich werde einfach einen nach Berlin schicken. Du schickst einen nach Berlin, ja. Und das war's eigentlich. Das war's. Ja, ich will ja nicht so viel. Dann werden jetzt alle Karten aufgedeckt und müssen bezahlt werden oder werden wieder abgeräumt. Genau. Länderweise steht da. Ja, länderweise, genau. Anfangen beim Wahlland. Genau, so. Das heißt, ich 5.000 in die Bank. Oder in Alex' Tasche. In meine Tasche, genau. Das ist nicht dein Schattenpolitiker, der das macht. 5.000, zieh mal bitte nach. Ja, okay. Sehr schön. Meine Hauptaktion Komm, wir bezahlen erstmal. Ach, du musst ja auch noch bezahlen. Ja, ich bezahle auch erstmal. Ich bezahle nämlich 3.000 für meine Karte. Und das machen wir jetzt erstmal für alle und handeln die dann ab, wenn ich da noch richtig. Genau, jetzt ist das nächste dann, was ich überprüfe, ist Berlin. Das heißt, ich decke meinen auf und hier unten seht ihr, da kostet mich 3.000. Die zahle ich in die Bank. Die zahlt er auch. Wunderbar. Und dann haben wir noch einen im Saarland. Einen im Saarland. Den decke ich hier mal auf und der kostet auch 3.000. Der kostet auch 3.000. Ja, das ist den Markanten, den wir schon haben.
Ja, die sind natürlich. Ja, kannst du mir gerne geben. Ja, ich bin aber nicht die Bank, ich lege sie einfach mal rüber. Spenden nehme ich natürlich immer gerne an. Also wir haben alle die gleichen Karten an der Stelle. Genau. Gut, und dann fangen wir doch jetzt wirklich mit Bremen an und gehen einfach mal nacheinander durch, was Startspieler beginnt. Machen. Startspieler beginnt. Ich renne aus meinem, mein Geld wird so langsam immer weniger. Genau. Wir haben jetzt also hier diese Karte und als Hauptaktion kann er eine Medienmarker einsetzen und er kann dabei auch einen entfernen. Aber ich entferne natürlich einen vom Pity. Ja. Aber er kriegt trotzdem die 5.000 Euro dafür. Er kriegt 5.000 Euro dafür und den Medienmarker zurück. Und ihr seht ja, dieses Ausrufezeichen, dieses rote, gibt an, wenn ich nämlich die gleiche Aktion gehabt hätte auf einen meiner Karten, dann hätte ich die nicht mehr ausführen können. Also an der Stelle macht Startspieler schon einen Vorteil aus. Und jetzt darf sich der gute Matze noch aussuchen, möchte er einmal noch in seiner... Trend. Ich gehe im Trend einmal hoch. Einmal nach oben. Oder er hätte sich 5 Stimmen besorgen können. Okay, die kommt jetzt also weg. Und weiter geht's dann hier mit meiner Karte. Und ich werde jetzt mal einen Mal-2-Marker benutzen. Möchtest du ihn haben? Und ich möchte damit die Meinung des Volkes ein bisschen verstärken. Was ist nämlich mehr wert? Sind die mehr für diese Tomaten da, für die Genmanipulation? Da muss ich jetzt mal kurz gucken, was haben denn die anderen Spieler für ein Parteiprogramm, nämlich aktuell. Du hast auch plus Tomate, plus. Gibt es eigentlich irgendwas? Könnt ihr mir da mal kurz helfen, was ihr nicht habt und was ich habe? Nee, ne? Denk dran, er hat die Medienpräsenz. Er hat die Medienpräsenz, ja, Matze kann was ändern. Aber das, heißt, das Ding, was du darauf legst, ist dann safe. Das darf ich nicht ändern. Ja, richtig, deswegen ist das ja wichtig. Ja. Also leg's auf irgendwas, was ich nicht ändern will. Ja. Sehr schön. Ich habe mir gerade kurz überlegt. Ja, genau, das klingt logisch. Nein. Tja, da ist da diese Minuspflanze, könnte er ja gerne ändern. Da hatte ich gar kein Problem mit. Ach, ich leg's mal hier rauf. Ja. Das haben wir doch, aber. Das hat er doch. Na egal. Ja, das hat er doch, aber du nicht. Naja, 2 gegen 1. Ja, also habe ich jetzt den mal 2 Marker aufgelegt. Da kommt, seht ihr auch gleich dann in den nächsten Schritten, was das damit auf sich hat. Und dann habe ich jetzt auch noch eine Möglichkeit. Ich darf mir auch aussuchen, ob ich in meinen Trend oder plus 3 Stimmen gehe. Und ich gehe auch hier bei mir einmal nach oben und bin damit jetzt hier schon am Maximum angekommen. Schön übrigens. Auch diese Karte kommt jetzt weg aus dem Spiel und dann gehen wir hier weiter. Und zwar ist das jetzt Piets pinke Karte hier und du darfst jetzt auch so ein Mal-2-Marker. Nehme ich doch und Platz. Das bezieht sich natürlich jetzt auf das jeweilige Bundesland, fast schon ja selbst erklärt, deswegen wurden die Karten ja in dieses Bundesland gelegt. Ja, auf was möchtest du das denn legen? Du darfst es übrigens nicht auf die... Ja, ich will das hier auf die Digitalisierung legen. Die Digitalisierung finde ich schon mal gut, bin ich auch. Und dann darfst du jetzt auch wieder deinen Trend noch etwas verändern. Mhm. Happiness für alle. Oder dir schon mal 3 Stimmen hier abtragen. Ich nehme in dem Fall 3 Stimmen, weil das nämlich einen ganz anderen Effekt hat. Sehr gut. Der sogenannte Butterfly. Nee. Das ist der Drama, hat 3 Stimmen. Ich sag, das ist der 3 Stimmen. Ja. Wir kommen gleich dazu. Diese kurze Stille, die ist wirklich passiert, ja. Ich rede nicht viel, ich schlag um mich. Genau. Dann geht's hier weiter mit dem Saarland. Da hat nämlich Matze, ich zeige euch die jetzt hier mal über die Kamera, hat sich der Matze, wer hätte es gedacht, die Karte kennen wir jetzt mittlerweile schon, auch für die Schattenkabinettkarte entschieden. Er darf einmal mal 2 Marker platzieren und sich dann wieder entscheiden für das untere. Tatsächlich nicht richtig geguckt, aber das ist auch erstmal nicht wichtig. Das sage ich auch immer. Genau. Du hast jetzt gerade, das passt. War das so ein bisschen, minus du musst, plus. Du musst dein Parteiprogramm jetzt noch ändern. Und jetzt darfst du dich im Trend vorwärts bewegen oder 3 Stimmen schon. Ich gehe hier auch mal in dem Trend wieder vorwärts. Ich glaube, ich bin der Trendsetter. Der bist jetzt schlechthin, auf jeden Fall. Sowas von Trendsetter, sage ich auch immer. Ah, Bremen sieht nicht so gut aus für mich, glaube ich.
Ja, dann haben wir die Aktion unseres Schattenkabinetts durchgeführt. Genau. Und jetzt dürfen wir die Medien beeinflussen. Genug Fäden? Nee, es darf nur einer. Ja, es darf nämlich nur der, der die Medienpräsenz, die Hoheit, also die Mehrheit im jeweiligen Bundesland hat. Und da schauen wir jetzt mal nach Bremen. Wir machen mal eine Live-Schalte nach Bremen. Wie sieht's denn aus in Bremen? Unser Reporter ist gerade vor Ort. Matze. In Bremen. Matze, ich sehe da zweimal Medienpräsenz. Zweimal Medienpräsenz. Ja, ich darf tatsächlich jetzt die Medien beeinflussen. Du darfst jetzt eine Volksmeinung austauschen, außer da, wo natürlich dieses Dopplerplättchen liegt. Und da darfst du dir jetzt von dem Tableau, das Medientableau da oben, einfach eine Karte nehmen und austauschen. Genau, ich werde diese hier ablegen. Ja, die wird abgeworfen. Und ich bin ja, man darf ja nicht vergessen, ich bin ja auch der grüne Spieler. Und deshalb gibt es natürlich hier ein neues grünes Pflänzchen im positiven Umweltschutz hier. Ja, und das, das kann natürlich den einen oder anderen Spieler jetzt ein bisschen nerven. Wir sehen zum Beispiel, Pete hat Minus dieser Pflanze. Das wird dann gleich als nächstes bei den Landtagswahlen. Das kann man dann einrechnen. Genau. Das wird dann eingerechnet, genau. Ja. Und okay, Medienbeeinflussung, so schnell geht's. Eigentlich total unspektakulär. Aber Berlin. Aber Berlin ist Berlin auch noch, halt dran, auch noch dran. Berlin ist nämlich auch noch dran, da habt ihr total recht. Und da sehe ich zwei rote Pönörpels, Medienmarker. Und jetzt darf ich was ändern. Ich bin eigentlich mit Berlin zufrieden, oder? Bin ich eigentlich. Ich muss ja auch nichts ändern. Ja. Ich könnte jetzt natürlich was. Piet, kannst du mal deine Hände kurz aus meinem Gesicht nehmen? Aus deinem Gesicht? Du hast da Pluskamera, da ist Minuskamera. Ich könnte natürlich mit Plusverkehr tauschen. Plusverkehr. Berlin und Verkehr. Ich weiß natürlich nicht, was hier drunter liegt. Ja, und eigentlich ist es ein schnelles Spiel. Und ah ja, um mal Alex zu zitieren. Ja, da hat er voll recht. Ich werfe mal diese Kamera Anti-Sicherheitskamera aus. Aus und nehme mir hier Plusverkehr. Zack. Okay. Dann schalten wir mit der Top-Down ins Saarland. Das ist das. Da darf haben wir auch nochmal aktiv werden. Und eine Karte austauschen. Und eine Karte diese. Die tausche ich natürlich mal aus. Hier plus Sozialstaat. Ich habe aktuell hier mein Parteiprogramm noch Minus liegen. Das mache ich auch mal. Und hier seht ihr schon, hier wird insofern nichts nachgefüllt. Also irgendwann auch kann taktisch man, natürlich kann man nur die wichtig. Meinung des Volkes nicht mehr beliebig ändern. Ne? Und ganz dort hinten. In Nordrhein-Westfalen hat noch kein Fernsehen. Ja, also eine Zeitung fällt auch aus. Da gibt es noch keine Medien. Ah, da wird nur, so weit weg, da wird das lustige Taschenbuch gelesen. So, Freunde der Sonne, weiter geht's. Wir versteigern die Umfrage. Ja. Und zwar mit oder gegen den Uhrzeigersinn? Da fangen wir jetzt gegen den Uhrzeigersinn an. Wir fangen jetzt bei Nordrhein-Westfalen an und halten dann in Bremen die Landtagswahl ab. Nee. Oder? Erstmal in Bremen. Ja, nee, das ist ja hier die Karte versteigern. Ah, Entschuldigung, die geht ja ich war schon eins weiter. Ihr habt recht, wir sind jetzt bei dieser Trend-Sache da. Genau. Wir haben hier Umfragekarten, die schon uns mal zeigen, dass auf alle Fälle die Linke von dieser Karte profitieren wird. Ja, da steht auf jeden Fall +2 drauf. Das heißt, wenn ich die Karte oder diese Umfrage unterstützen würde, kaufen würde oder dementsprechend Geld geben würde dafür, wäre ich sicher, würde ich meinen Marker auf jeden Fall um 2 Schritte nach oben packen können. Dementsprechend habe ich da keinen Gain, also keinen großen Vorteil von, aber ich weiß auch, dass ich nicht fallen kann, weil neben der Linken werden 2 Parteien steigen und 2 Parteien fallen. Und der sie ja steigert, diese Karte, der kann dementsprechend seinen Marker nach oben legen, sollte es der Fall sein. Alle anderen gehen nach unten. Ja, wenn sie da drauf sind, sehen, geht die eigene Partei nach unten, kann man nur seine Parteibasis dadurch stärken, dass man das unterstützt. Und wenn wir das richtig verstanden haben, kriegt auch kein anderer Pluspunkte. Sollte das nicht der Fall sein, dann kann gerne Uli von Spielbergs oder auch Karl-Heinz Schmiel uns nochmal berichtigen an der Stelle. Aber so haben wir es jetzt erstmal verstanden. Aber die Anleitung, die uns vorliegt, gibt diese Info aus.
Man kann auch die abwählen, man muss die Partei, ja, die Umfrage nicht wählen und kann da lieber seine Parteibasis um 3 Punkte erhöhen. Das genau, wir gleich das, mal schauen, was schauen wir mal. Das ist der ähnliche Effekt, als wenn ich sie nicht benutzen kann. Darfst du anfangen? Manchmal? Ja. Ja, ich, nee, ich bin... Nee, der die meisten Stimmen in dem Land hat, darf natürlich, ist der Auktionator der Karte, das sind also dementsprechend wir beide. Ja, mit 6 Stimmen. Da du näher am Startspieler sitzt, lieber Alex. Ja, darf ich anfangen? Bist du der Auktionator? Ich muss als erster bieten, ich biete aber nichts, weil die Karte nicht schlecht für mich ist. Also 0 biete ich, also... Piet bietet 0 und hier ist obwohl, es so, nee, warte, hier ich, biete, so, ich biete 1000. Hier ist es so, dass man nicht irgendwie dann nochmal bieten kann, man kann wirklich genau. Nur einen zahlen. Und der Auktionator hat halt das letzte Wort und somit das bin ich die Macht. Das wollte ich jetzt nur nochmal sagen. Du bietest 1000, Piet. Ja, falls dann du nicht willst. Biete ich mal nicht mit. Du bietest 1000, ich biete 2000. Für nette 2000. Das ist echt günstig, aber. Für nette 2000 nehme ich dann drehen wir sie mal um. Für nette 2003 Siegpunkte bekommen. So. Du kannst sie mir auch kurz geben, oder? Achso, gibst du Pete? Dann kann er sie nicht. Genau, so sehen die halt von der Rückseite aus. Da steht da drauf, linke auf jeden Fall +2. Wenn man die jetzt umdreht, sieht man, ja, linke haben +2. In dem Fall würde die SPD und die FDP minus Werte erreichen, wenn sie ausgeführt werden. Die Grünen oder die CDU würde dementsprechend steigen. Das hätte man da nicht bieten sollen. Die SPD jetzt, der lieber Alex die Karte ersteigert hat, kann er diesen Effekt nicht ausführen, weil sich selber davon nicht schaden. Und dadurch wird die Karte bei ihm nicht gewertet. Es ist aber was viel Cooleres passiert, weil er kriegt nämlich einfach 3 Parteibasis auf dem Brett, genau. Was am Ende A Siegpunkte sind und 1, 2. Eine Einnahmequelle am Ende der Runde. Und diese Entscheidungsmöglichkeit hat man noch immer, selbst wenn man in seinem Trend steigen würde, also das Positive wäre, kann man sich trotzdem entscheiden, diese Parteibasispunkte zu nehmen. Und das wäre bei dir sowieso der Fall gewesen, weil du ja schon ganz oben bist, hättest du ja gar keinen Vorteil davon gehabt. Da hast du total recht. Und ihr könnt es euch vorstellen, dieses Deck, das ist jetzt nicht so dick. Man kann natürlich, wenn man mehrere Partien schon hinter sich hat oder wenn man sich das wirklich merken würde, jetzt merken, aha, diese Karte ist jetzt raus, dann gibt es jetzt noch 2, 3 andere Karten, die das haben, vorne mit linke +2 oder ich glaube 2 oder 3 sind das immer jeweils, kann man taktisch spielen, dann ist auch in der Anleitung nochmal so vermerkt. Es sind 20 Karten, es sind 4 Karten jeder Partei. Ich muss ganz ehrlich sagen, woher ich das nur weiß, da brauchst du ja auch nur deine merken. Wenn ich mir Karten merken würde, wäre ich im Casino. Wären es andere. Dann wären es andere. Aber wir sind jetzt wir gehen jetzt im Uhrzeigersinn weiter, sind jetzt in Berlin, live in Berlin, meine Damen und Herren. Die Umfrage, da ich 3 Stimmen habe, bin ich der Auktionator und die Karte zeigt grün. Möchtest du was bieten, Matze? Ich weiß ja nicht. Ich biete einfach mal 1000. Du bietest 1000. Ich biete 2000. Dann zahle ich mal 3. Hätte das gedacht. Damit ich mir die Umfrage einmal anschaue. So, ich drehe sie bitte um. Ja, genau, wir drehen sie wieder um und ihr seht hier, dementsprechend ist sie für die Linke und die SPD nicht gut. Ich kann sie also dementsprechend nicht benutzen. Da bin ich ja. Wäre ich halt eine der anderen 3 Parteien, hätte ich sie veröffentlichen können und die beiden würden dementsprechend sinken. Ich kann sie nicht veröffentlichen. Ich stärke dadurch jetzt meine Parteibasis. Eure Parteibasis ist auch echt stark geworden. So. Ja, man muss sie auch ein bisschen unterstützen. Es geht weiter in dem Saarland. Da ist niemand, wie man sieht, hier mit den Stimmen vorne. Dann wird der gebrochen durch den Startspieler. Und dann bin ich wieder... Nee, er ist der Startspieler, er ist der Auktionator. Ich bin der Auktionator. Achso, das ist anders als hier jetzt gewesen. Ja, ja. Nee, weil, genau, da in Bremen ist er nicht vertreten. Ja. Da kann er also nicht auktionieren. So, dann fängst du an. Dann fange ich FDP an. Die FDP kriegt schon mal 2 Punkte. Zwei. Ich würde mal... das geht ja da. Jetzt geht es im Saarland, ja. Ich würde mal... 3000 bieten. Uff. Ich passe. Ich passe auch. Ach, ihr seid ja ein paar Schnuckis.
Dann ich dachte, er bietet vielleicht mehr. Ja, was soll ich sagen? 3000, wir reichen die auch mal wieder an Piet weiter. So, und wir haben hier in der Übersicht die SPD. Ihr seht schon, ich merke mir die Karte nicht. Also, es wäre natürlich schön, wenn ich die ersteigert hätte, aber... Gut, dann machen wir es schnell, dann gehe ich mal wieder 3 Punkte. Hätte ich wirklich ersteigern sollen, dann wärt ihr nach unten gegangen. Ja, 3 Punkte weiter. Aber was war es denn vorher eigentlich? Nordrhein-Westfalen. Geistspiel wieder. Ich bin Autognata. Ja, das ist, du fängst an. Ich fange an und ich habe... Müssen wir danach eigentlich nochmal Geld ausgeben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich biete 2000. Man darf auch nur das bieten, was man hat. Ja, kann man, macht man das dennoch und kann nicht zahlen, geht man 10 Schritte auf der Parteibasis nach unten. Ich glaube, dann kommt man gleich... Das ist eine offizielle Regel. Ja, die steht, die steht auch drin. Das ist also, wenn man die totale Verwirrung hat. Auf jeden Fall. Okay. Und 10 Schritte... 10, nee, das ich will glaub, man nicht. Es sind 10 Siegpunkte und sind 10.000 also anderen. Also 2.000. 2.000. Zum Piet. Ersten. Wo bin ich denn? Da. 4. Nordrhein-Westfalen. 4.000. Ich passe. Okay, Piet, dann... 4.000. 4.000 bitte für die Bank. Ja, hier ist das Geld für die Bank. Ich mal gucken, wo wir hinkommen. Und hier ist deine... Hier ist meine Karte und ich kann sie sogar, wenn ich möchte, benutzen. Wir kriegen keine Minuspunkte. Hätten wir alle nichts dagegen. Ja, aber ihr steigt ja nicht. Ich steige aber wir allein. Fallen auch aber nicht. Aber wir fallen nicht, genau. Aber es ist eine schöne Steigerung mach doch für mal dich. Diese, wende die Karte doch mal an. Genau. Nee, eigentlich will ich das nicht, weil ich habe da noch nichts, was ich umwandeln kann. Du willst es nicht. Ja, aber also außerdem, ich gehe da 3 nach oben, wäre natürlich Maximum. Man kann natürlich auch fallen, ne? A, durch diese Umfrage. Aber ich finde die 3 Punkte. Die 3 Punkte ist auch drei Punkte in der, also nochmal. Ja, ich finde eine Basis 1, 2, gar nicht ihr schlecht. Ihr werdet nämlich dann auch sehr sehen, gut. Was das macht. Das ist bestimmt auch unser Einkommen für die nächsten Runden dann mit. Das, ja, genau. Ist das nicht ganz so uncool. Ja, jetzt haben wir Umfragen hier versteigert und mit oder auch nicht veröffentlicht. Und dann geht es schon in die nächste Phase, Phase Nummer 9. Die heißt dann nämlich Stimmen und Landtagswahl auswerten. Das, was ich vorhin schon machen wollte. Genau, da beginnen wir jetzt mit Nordrhein-Westfalen. Genau, und laufen dann gegen den Uhrzeigersinn. Hier tritt jetzt das in Kraft, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Dort darf man erst Stimmen umwandeln, wenn man 4 oder mehr Wahlveranstaltungen hat. Und wenn wir von hier oben, kann man es, glaube ich, einigermaßen erkennen. Ich habe... 4 genau, und Piet hat nur 3. Man muss die nicht umwandeln, man kann. Genau. Ich würde sie jetzt aber mal umwandeln. Dann gehen wir das einfach mal durch. Es ist vielleicht rein punktegenerierungstechnisch nicht der cleverste Schachzug, aber wir machen es einfach. Also ich habe hier, und machen wir das einfach mal zusammen, ich habe jetzt 4 genau. von diesen Wahlveranstaltungen und ihr seht hier hinten, dass ist gerade was aktiv das Volk fordert. Diese Meinung möchte sie auch vertreten sehen. Und ich habe das hier auch mit plus Verkehr. Das heißt, ich habe plus einen Multiplikator. Oder was ist das? Nee, das ist der Multiplikator. Ja. Das ist also mal 1. Mal 1. Das ist jetzt noch nicht so der Knall. Wärest du also, nee, deswegen wäre es jetzt auch egal. Es ist immer Minimum 1. Ja. Also man ist nicht negativ. Würdest du auch Minusverkehr haben, wäre es ja minus 1, wäre es trotzdem 1. Wichtig ist nur, du zählst die 4 Wahlveranstaltungen plus deinen Trend. Mal die Übereinstimmung, ja. die du hast. Und deswegen schon gesagt, eigentlich ist das nicht so clever, weil das ist 4 plus 0. Ich bin ja in diesem Trend da noch nicht gestiegen. Sind also nur 4 mal 1 ist auch nur 4. Ja. Und immerhin, wir können es ja nochmal rückversichern, hier diese 4 Wahlveranstaltungen, die waren ja 5.000 Euro wert. Also 4 Aber Stimmen für 5.000 Euro. Du führst jetzt schon mal. Aber ich führe da. Das ist auch nicht schlecht. Und wer hätte es gedacht, wenn man Stimmen wertet, werden diese Wahlveranstaltungen Cubes natürlich wieder zurückgenommen. Genau, ich bin ja auch vertreten, ich habe aber keine 4, kann somit noch keine Stimmen ergattern in Nordrhein-Westfalen. Und da sonst keiner vertreten ist, gehen wir dementsprechend weiter. Ja, das gleiche ist Saarland der Fall, da gibt es einmal 2 und einmal 3. Ja, da können wir auch nicht. Aber in Berlin, da geht's schon heiß her. Live-Schaltung nach Berlin. Ja, da ist jetzt echt die Überlegung. Beginnt mit dem Startspieler. Mit dem Startspieler. 5.
Ich werde tatsächlich auch meine Stimmen in Berlin umsetzen. Das heißt, du hast 5 plus 2 sind 7. Und jetzt gehen wir nochmal kurz in die Top-Down. Wie sieht's denn aus mit deinen Karten, die übereinstimmen? Ich bin übereinstimmend. Ich bin der Antisozialstaat. Ja. Und die Digitalisierung die mal 2, das wäre also 3. Da wärst du schon bei 3. 3. Und Verkehr habe ich nicht. Ja, du hast. Es wäre jetzt, hätte er Minusverkehr, hätte das einen negativen Effekt. Ja, aber insofern bist du jetzt mal 3. Mal 3. Wir waren jetzt gerade 7 mal 3, oder? 7 mal 3, 21 Stimmen. 21 Stimmen. Da schießt er mal vor. Die Waldfee. So, 21 der Stimmen. Der Schattenspieler. Sack, der Schattenspieler sichert sich 21. Dafür werden jetzt aber all deine kleinen... Es sind so eine Hütte mit Transparenten. Die genau. Sagen wir, kann ich Sie für unser Parteiprogramm überzeugen? Sonnenschirme am Discounter. So sieht's aus. So, Alex. Ich guck mal, ich habe 7 Cubes hier, ja. Leider kein Plus. Ist nicht so ein Trend in Berlin. So ein Trend ist gerade, naja, wenigstens auch kein schlechter Trend. Also, sieht es bei mir aus, 7 und ich habe... Plus Verkehr, das ist in Berlin angesagt. Ich habe natürlich auch für Verkehr Digitalisierung, die doppelt ist. Das heißt, ich bin hier also gerade bei 3, bei 4. 4 mal 7 sind 28 und die setze ich jetzt auch einfach mal um. Zack, hier 28 und nehme all meine Cubes runter. Wie gesagt, muss man nicht machen. Jetzt kann der Pete sich entscheiden, ob er es machen möchte. Oder möchte ich es machen oder möchte ich es nicht machen? Du kannst uns auch mal zeigen, wie man es nicht macht. Habe ich schon. Das kommt gleich im nächsten. Ah, ja. Ich habe hier also plus 2 Trend, das also nicht auszunutzen wäre ja verwerflich. Ja, der kann ja fallen. Der kann auch fallen und ich habe auf jeden Fall den Verkehr, die Digitalisierung, aber das war's so, dann auch Sozialwesen habe ich leider noch nicht angesprochen. Also auch, aber ich habe auch keinen Negativen. Du hast keine Negativen, genau. Das heißt, ich habe mal 3. Das wäre also 18, wenn ich die 6 nehme. 18 wäre bei 21. Dann werte ich einfach mal 4, lasse 2 drin. Ah, jetzt zeigt er uns, was man auch machen kann. Aha. Ja. Und habe also 4 plus 2 sind 6. 6 mal 3 sind 18. 18 mal 3 21. Dementsprechend wäre ich auch da. Die kriege ich wieder. 18 mal 3 sind 21. 6 mal 6 mal 3. 6 mal 3 sind 18 plus 3 sind 21. Schön verwirrt, oder? Warum denn eigentlich plus 3 nochmal? Weil er schon 3 Weil ich schon 3 hatten. Ach, weil du schon 3 hattest. Ja, ich weiß. Ja, sowas aber auch. Ja, okay. Ich verstehe. Jetzt versteht das. Wir sind nicht die hellsten hier. Aber jetzt Landtagswahlen, meine Kollegen. Landtagswahlen, jetzt geht's richtig. Schalten wir bitte live nach Bremen. Und da werdet ihr jetzt feststellen, da kann man nämlich auch mit weniger als 4 Wahlveranstaltungspunkten machen. Aber wir beginnen auch hier wieder mit dem Startspieler. Beim Startspieler. Ja. Wie ihr seht, ich habe einen Trend von 2 und wieder 5 Wahlen. Das heißt, ich bin wieder bei Wahlveranstaltungen, bin wieder bei 7 Punkte. Und als Multiplikator habe ich hier die Gentomate, den Sozialstaat und auch, was noch, den Umweltschutz, der mir am Herzen liegt. Da sozial wieder doppelt gewertet wird, bist du jetzt bei 4. Also auch hier wieder, wie ich eben schon mal hatten, 28 Punkte. Dann darfst du dir die auch abtragen. Und hier entscheidet man sich jetzt nicht, ob man werten möchte oder nicht. Hier muss man seine Stimmen komplett umsetzen. Ta-da-da-da. Ta-da-da. Ja, bei mir geht es dann also weiter. Ich habe 3 plus 4. Ich bin da, Alter, Bremen. Man singt Lieder. Also 7 und dann habe ich, gucken wir mal, ich bin im Verkehr. Ja. Sozialstaat. Sozialstaat habe ich auch, es zählt ja doppelt. Und die Tomate, also bin ich auch mal 4, 7 mal 4, wer hätte das gedacht, ja, 28. Und dann bin ich dabei ja schon... Hast du mich überholt? Da habe ich schon 6 Punkte. Ja. 28 bist du bei 34, habe ich mich verrechnet? Das ist interessant, alles, was ich versucht habe, hat nicht funktioniert, da Bombe zu kriegen, weil 2 Leute gegen mich gespielt haben. So, dann werden die wieder abgeholt. Ist ja mal was Neues bei euch. Ja. Nicht nur dass einer. Alex sich einen Verbündeten genau. sucht, um dass gegen mich Alex zu spielen. Alex in so einem Spiel kurzweilig vorne liegt? Nee. Okay.
Dann, Piet, wie sieht's denn bei dir aus? 6 Cubes plus 2 sind 8. Sind 8. Mal 1 bleiben 8. Und du hast. Wieso mal 1? Ich habe halt Verkehrswesen, bin ich total dafür. Ich bin aber eigentlich falsch eingestellt, was so Natur eingeht. Es gibt ein Minus. Das hebt sich wieder auf. Und die Tomate heißt, das ist dann wieder plus 1. Und das heißt, ich habe einen Multiplikator von 1, was dementsprechend 6 plus 2 sind 8 mehr, bin ich bei 14. Und mein Ziel war eigentlich 20. Ach, herrlich. So ist es doch immer. So könnte es eigentlich weitergehen, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zur Auswertung. Das ist jetzt, müssen wir herausfinden, wer Wahlsieger geworden ist. Jetzt müssen wir herausfinden, wer Wahlsieger geworden ist. Und dafür kommt dann auch wieder unser toller Zettel hier zum Einsatz. Und zwar diesmal die Rückseite. Na, wer Wahlsieger geworden ist, ist ja erstmal... Wird ja anders bestimmt. Da brauche ich den Zettel ja noch nicht. Ja, da brauchst du den Zettel noch nicht. Das stimmt, aber um dann weiterführende... Also automatisch Wahlsieger ist ja der 50 Stimmen oder mehr hat. Aber das ist bei uns heute genau. Nicht. Da sind wir weit entfernt. Da sind wir das weit ist in der entfernt. Ersten Landtagswahl noch relativ das schwer. Das ist nicht so einfach. Ja, wie ja, ihr seht. Allerdings, wenn es mehr als einen über 50 gibt, dann hat der mehr Stimmen hat, gewonnen. Genau. Ja. Dementsprechend, da wir aber 50 Stimmen erreichen sollten... Ja, das heißt also, der Spieler, der gewonnen hat, ist ganz klar der liebe Alex in Rot. Mit 34 Stimmen hat er gewonnen. Und er muss sich jetzt einen Koalitionspartner suchen, mit dem er über die 50 kommt. Genau. Also was soll ich sagen, SPD und Grüne an der Stelle? Ja. Du musst tatsächlich denjenigen wählen, der am besten im Wahlprogramm übereinstimmt. Das ist nicht mal eine freie Wahl. Das ist nicht mal eine freie Wahl. Und da können wir ja mal gucken, wie sieht's denn eigentlich aus bei uns? Ja, ich bin raus. Wir stimmen schon überein und wir kommen ja zusammen über die 50 Stimmen. Ja. Möchtest du mein Partner sein? Nee, ja, das ist keine Wahl. Das ist keine Wahl. Ach so, verdammt, aber Wir müssen jetzt den Vertrag aufsetzen. Ich habe sozusagen ihm die Wahl, also ich wollte... So tun genau. Jetzt, die also wir haben eine Wahl abgehalten, aber die Wahl hat er jetzt nicht. Wir erhalten jeweils beide 7 Siegpunkte, weil wir jetzt eine Koalition gebildet haben. Ja. Das heißt, wir dürfen uns jetzt hier fürs erste Bundesland 7 Siegpunkte die kann man hier auch super eintragen. Genau, das sind die alle ein. Ich kriege das halt... noch, dass wir es auch sehen? Das ist ja, was? Das wäre schön, wenn wir es auch sehen. Ach so, ja. Naja, ich war ein bisschen tiefer. Das ist noch nicht so geheim, genau. Ich habe kein... Doch, falsch. Ich habe Punkte erhalten, fällt mir gerade ein, weil ich bin ja bei 14 Stimmen und 14 Stimmen sind immerhin 6 Punkte. Ihr wollt mich hier schon wieder linken? Ach so, stimmt. Wir machen das jetzt mal peu à peu. Das sind also 6 Punkte. Das mal, dass wir das, die SPD hat 34 Stimmen, das sind 10 Punkte. Genau. Das und ich kann euch das auch gleich zeigen. Wie komme ich da drauf? Das ist hier auf den Karten immer dargestellt. Ja. Anzahl der Stimmen ergibt dementsprechend Siegpunkte. Hier oben ist der Maximumwert, wenn man über 50 Stimmen kommt, seht ihr hier unten auch, und dann gibt es halt Abstufung. Eine 5%-Hürde haben wir auch. Man braucht also mindestens 5 Stimmen. Ist jetzt nicht 5%, aber 5 Stimmen. Wo bin ich denn gelandet mit 28 Punkten? Mit 28 Punkten bist du bei 8 Punkten gelandet. 2 mehr wären immer besser gewesen. 10 Punkte dann. Ja. Und ihr seht, gerade Zahlen, also 10er-Bereiche zu erreichen, ist immer gut, weil man dann in die nächste Kategorie rutscht. Dementsprechend haben wir das für Bremen jetzt erstmal abgehandelt. Jetzt haben wir hier unten, das sind natürlich die Wahlsieger. Die Sieger ist die SPD und die Grüne. Und Matze sagte es schon, jeder kriegt 7 Punkte. Die werden hier also eingetragen bei beiden. Und dann geht's weiter. Hier unten sieht man jetzt nur noch bestimmte Felder. Da kommen am Ende die Summen rein von den Sachen, die man hat. Und zwar, wer das meiste Geld hat, am Ende hat, kriegt noch Siegpunkte. In dem Fall die ersten beiden. Die Parteibasis, die man hat, wird 1:1 übertragen. Und wer hier die Medienmarker vom Brett, werden aufaddiert und eingetragen und bringen am Ende auch noch Punkte. Dazu kommen wir jetzt. Ihr habt die Koalition geschlossen, ihr habt die Punkte gemacht und wer die Wahl gewinnt, darf einen Medienmarker entsprechend auf das Tableau setzen. Ja, in dieser Konstellation hier, da bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass ich keinen Medienmarker habe. Du hast keinen Medienmarker, aber ich habe tatsächlich einen von 2 und kann den mal hier rüber auf meine 10 setzen. Und genau.
Auf dem Tableau seht ihr auch, die vier hinterlegten Felder sind die für die normale Variante. Für jedes Bundestagsland oder für jede Wahl wird es einen Punkt weniger für den Medienmarker, den es da gibt. Es gibt drei Felder. Wieso gibt es drei Felder? Weil es natürlich Konstellationen gibt, in denen die Koalitionspartner gewinnen, aber die Medienmacht jemand anders hat und dann würde der trotzdem noch mal. Wäre Piet Medienmacht gewesen hätte und nicht die Wahlsieger, dann hätte Piet jetzt auch noch seinen Marker zum Beispiel dahinstellen können. Genau, das aber das wurde ja. Genau, und dann hätte ich wenigstens 7 Punkte. Dann hätten wir alle, dann hätten wir, weil hätten wir alle dort einen gehabt, hätten wir alle einen. Wenn Alex einen hingestellt hätte. Genau. Und hätte, jetzt, hätte? Hätte, hätte. Jetzt kommt dann eigentlich zum schönen Moment. Zahltag. Genau. Nee. Gibt es nachher auch dennoch. Also erstmal, achso, ja, wir kommen zum Zahltag, aber ich dachte, es wird abgeräumt. Ja, ich weiß gar nicht, ob dieses Abräumen, wir haben das beim Spielen immer so gemacht, also abgeräumt, ja, das Material wird hier abgeräumt, dieses Tableau benutzen wir nicht mehr und an sich, so haben wir es auch gemacht, könnte man es jetzt auch ganz wegnehmen. Ja? Genau. Dann wird das Spielfeld einfach kleiner oder all diese... Aber die Wahl ohne verschwinden. Aber die Wahl ohne verschwinden. Oder alle Marker gehen einfach runter, wir können es auch so liegen bleiben oder wir drehen das jetzt hier einfach so um. Genau. Hier machen wir jetzt nichts mehr, alle Marker, die dort sind, bleiben auch dort und das macht natürlich einiges auch schneller. Wir haben ja hier eben unterschiedliche Schattenkabinettkarten auslegen können für jedes Bundesland. Wir haben diese Trend, diese Sachen dort hinten, diese Umfragen ja versteigert für jedes Bundesland. Das wird natürlich jetzt immer kürzer, weil ein Bundesland weniger ist. Das ist eigentlich ganz schön. Hinten raus wird es immer schneller, das Spiel gefühlt. Ja. Vielleicht muss man ein bisschen mehr nachdenken, aber so gleicht sich das wieder aus. Gut. Aber ihr sagt es bereits, nach der Wahl. Ist vor der Wahl, aber wir haben noch ein oder zwei Schritte, weil wir kriegen noch was, wurde gesagt. Genau, wir kriegen noch was, nämlich Landtagswahl 1000 Euro für die erzielten Siegpunkte. In den ich Stimmen. Siegpunkte als Wahlsieger. Also genau. Wir gucken jetzt wieder auf unseren Zettel hier. Können wir auch bei Piet ja nochmal zeigen. Auf dem Zettel steht jetzt 6, 10 und 8, wenn ich das... Ja. Genau, das sind 6.000, 10.000 und 8.000, genau. Die dazu kommen. Die kann ich jetzt ja auch schon mal... Das sieht man bei mir nicht so gut, aber der Stift ist auch... Ne? Ich arbeite mal dran. 6.000. Sie können auch Stifte tauschen, Piet. Meiner ist etwas besser zu sehen. Ich schreibe einfach dicker. Du schreibst. Ich passe ja die Schrift einfach meinem Körper an. So. Deswegen habe ich die 8 auch richtig schön gemalt. So, dann mit haben Gürtel. Wir 6, 10 und 8.000. Und dann... Ich nehme auch die 10. Du nimmst die leider nicht. Wählen Sie einen Haufen. Welche Schweindel hätten Sie denn gern? Dann gibt es noch für die... Ja, die, ich kann die euch auch schon geben. Immer her damit. Das hast du zwei zusammengelegt? Ist auch gut? Nee, das ist 10.000. Das ist dein Geld hast du. Ach so. Die linke, das ist die grüne. Aber zeig das doch auch mal, dass ja, du was machst. Zeigen, ja. Geld. Geld. Und dann gibt es jetzt noch für jeden Punkt der Parteibasis mal 1000, also 10 Punkte gab es am Anfang, es sind also 10.000 schon garantiert. Ich gebe dir jetzt einfach mal so. Ja, gib mir mal. Dich, ja, den wirst du wahrscheinlich gleich wechseln müssen, aber das heißt, ich bin etwas leer Matze ausgegangen. Matze bekommt noch 10.000 und Piet und ich, wir bekommen noch 16.000. Mal 16.000. 10, 15, 16. 10, 15 und 16. Und aber dann, noch ist nicht aller Tage genau, Abend. Und dann, wer hätte das gedacht, gibt es noch was Schönes hier. Wir haben nämlich Spendenkarten. Genau. Drei Stück an der Zahl. Drei Stück an der Zahl. Das heißt, nach jeder Runde spielen wir eine. Ich zeige euch die mal ganz einfach. Und zwar sind die simpel aufgebaut. Alle gleich. Oben steht, wie viel Geld man bekommt. Also man kann sich aussuchen, entweder wähle ich das über den Strich oder das unter dem Strich. Wähle ich das unter dem Strich, erhöhe ich meine Parteibasis. Habe also mehr Siegpunkte und kriege vielleicht auch mehr Einkommen. Oder ich nehme den oberen Betrag in Cash, kriege den dazu, verliere aber, weil meine Partei ein bisschen dagegen ist, dass ich Spenden annehme, dementsprechend Einfluss in der Partei, dementsprechend Siegpunkte und auch Einnahmen. Müsste man halt immer gucken, wie man es macht. Ich denke, über kurz oder lang... Also ich habe mich schon entschieden. Du hast dich schon entschieden? Ich habe mich auch entschieden. Ihr habt euch alle entschieden? Ja. Müssen wir uns alle gleichzeitig entscheiden? Ja.
Schnicki Schnacki. Schnack Schnuck. Ich habe, oder fangen wir bei Matze einfach nochmal an. Wir haben, ich möchte gern 20.000 noch haben. Gerne 20.000 Werte. Aber ich verliere auch 2 Punkte in der Parteibasis. Du gehst also von 10 auf 8. Ich nehme die falschen Spendengelder an und da verliere ich tatsächlich Mitglieder. Ich nehme auch die 20.000. Die Karte ist dann auch weg. Achso, kannst du meine mal aus dem Spiel nehmen? Ich danke dir. Und dann gehe ich hier auch 2 runter von 16 auf 14. Und Piet, wie sieht's bei dir aus? Du hast 30.000, willst du auch das Geld haben oder nee, ich will die Parteibasis haben. 1, 2, 3. Money! Das natürlich dann, ist das natürlich ein Nachteil jetzt, wenn wir nur 2 Runden spielen, aber ich dachte, wir schauen mal, was draus wird. Ja. Weil die Parteibasis gibt mir halt wirklich erst nächste Runde das Geld. Aber schauen wir mal, was draus wird. Dann geht's weiter. Wir werden natürlich, wird die nächste Runde vorbereitet. Das heißt, das Brett hier wird einmal komplett gelöscht. Und neu bestückt. Das kannst du gerne nochmal übernehmen. Mach ich, genau. Außerdem kriegen wir natürlich mehr Informationen über unsere Wähler. Ja. Und so wird in jedem Land jetzt eine Karte aufgedeckt. Und zwar haben wir hier Plus. Also für die Grünen. Wer es geahnt hätte. Wir haben hier mit Grün ist plus man immer auf Bildung. Der richtigen Seite. Immer für die Umwelt. In diesem Spiel schon. Und hier auch für die Umwelt. Was würde jetzt passieren, wenn so eine Karte doppelt wäre? Dann würde die weggelegt werden und wir würden so lange von oben ziehen, bis es eine Karte gibt, die dem nicht widerspricht und nicht doppelt ist. Das war's schon. Das war's an der Stelle. Jetzt dreht man einfach seine Spielübersicht wieder um und beginnt einfach wieder ganz oben und arbeitet sich nach unten durch. Und das heißt wieder, es wird der Startspieler bestimmt. Und wer hätte das gedacht? Hier dürfen wir wieder geheim eine Zahl bieten. Ich warte, bis Pete schreibt im Wenn Kanal, sich in der Kamera. Ich schreibe hier unten. Genau. Und da wurde jetzt natürlich geschaut. Und irgendwie habe ich ganz schlechte Karten in dem Ding. Du hast ja auch gerade keine 30.000 Euro Spenden genommen, Pete. Weil deswegen habe ich ganz schlechte Karten. Was habe ich denn hier noch? Aha. Das ist alles nicht so der Hit. Also wie man es macht, man macht es falsch. Ne? Wir blenden mal aus. Das ist auch eine Überraschung für euch, ist, dass schreibt, versucht zu schreiben. Meistens du das nicht. Ich könnte, der ist so spitz, ich piek dir gleich ins Auge, mein Freund. Ich wusste schon, warum ich Piet den Stift nicht geben wollte. Wieso? Weil der zu spitz ist. Ich habe mich einfach damit abgefunden, dass ich nicht für die Politik gemacht habe. Okay. Wir machen immer Witze. Wir machen immer Witze. Ich drehe mal meinen Zettel hier um. Ich habe 4.000 geboten. Ich habe 3 geboten. Ich habe 1.000 geboten. Damit kann ich doch gar nicht umgehen, verdammter. Verantwortung. Dann bin ich jetzt Startspieler und gebe natürlich pflichtbewusst 4.000 an die Bank. Genau, ihr seht schon, da hinten wird das Plättchen. Auch wenn es so nicht drin steht, ich finde das schöner, wenn wir jetzt die Wahlurne hier nehmen. Die Wahlurne. Ja, das steht nicht. Da steht nur, dass das Tableau abgeräumt wird und dann wird über dieses Wahlurnenplättchen nicht wieder gesprochen. Was aber ist das, das anonyme Wahlurnenplättchen-Treffen? Wo kann ich denn die Briefwahl machen? Ach ja. Gut, dann geht es jetzt wieder ans Parteiprogramm ändern. Du darfst anfangen. Ich habe ja immer noch, oder jeder von uns hat ja immer noch eine Karte auf der Hand hier. Mhm. Und ich darf jetzt wieder dieses komplette Board hier abräumen. Piet, kannst du mal kurz die zweifach vor dir da in Saarland, ich weiß gar nicht, was da die, was die Leute wollen. Ach, die wollen überwacht werden. Die wollen überwacht werden. Die wollen überwacht werden und ich bin hier für hier, bin ich damit eigentlich ganz gut. Damit bin ich, ich habe jetzt keine, eine Pluspflanze liegt hier aber auch nicht. Aber dafür liegt eine Plusüberwachung da. Das, ich nehme, ach nee, ich nehme ja erstmal eine verdeckte Karte. Das wäre zu schön gewesen. Und dann nehme ich mir hier diese Pluskarte. Ich könnte sagen, wenn ich es nicht gesehen hätte, wäre es genau die, die ich gebraucht hätte. Und dann tausche ich jetzt Minusüberwachung mit Plusüberwachung aus. Und dann lege ich. Tja, was lege ich denn jetzt ab für Karten? 2. Ja, das stimmt. Ich lege 2 Karten ab. Und damit ist das mein
Programm und was die Leute wollen. Pete. Pete, sagt er. Ich lege hier erstmal noch eine neue Karte hin. So viel das ist ja nicht von dir. Sein. Oh. Was denn? Das ist eine schöne Karte. Ja. Das ist Ansichtssache. Antisozialstaat. Ich ziehe einfach mal eine Karte. Mhm. Und nehme hier den. Berlin ist ja das scheint das Feld zu sein. Denke, was mal kommt, aber du tausch mal erstmal aus, oder? Ich habe jetzt hier drei Karten, darf was austauschen, nehme natürlich die Pflanze weg und lege das hin. Das klingt ganz gut. Und dann hätte ich die beiden. Du hast es vorhin schon mal gesagt, na, bis zu zwei Karten kann man aus seinem Parteiprogramm auswechseln. Genau, bis zu zwei Karten kann man auswechseln. Tausche die aus gegen diese und muss dann zwei weglegen. Das perfekte Parteiprogramm. Aber leg die wer kann denn noch die Medien wollen? Hast du dir diese Karte gewünscht? Nein. Nein. Verdammt. Achso, ich muss mir nochmal hier angucken, was ich habe. Ich würde mal für die zweite Variante, kannst du mal alles abräumen? Ich alles ab. Räum mal bitte alles ab. Alles ab und dann darf sich der gute Matze eine offene Karte aussuchen. So. Eine offene Karte aussuchen. Ich hätte mal gern die Verkehrskarte. Plus Verkehr oder Minus? Plus Verkehr, bitte. Ja. Plus Verkehr. Aber es war schon wieder dieser Slot. Es war Slot schon wieder dieser Slot. Eindeutig dieser Slot. Du hast den auch wieder auffüllen. So, und dann verschwindet bei mir tatsächlich die Tomate. Die ist nicht mehr so wichtig. Auf einmal. Manipulierte. Für uns, für meine Partei, wir haben uns jetzt umentschieden. Ja. Und der Überwachungsstaat, den finde ich ja auch nicht mehr gut. Aber ich setze mich für den Verkehr ein und für den Sozial... Nee, für die Bildung. Ja. Für die Bildung, und ja. Und du darfst eine Karte auf der Hand behalten? Und ich darf eine davon auf der Hand behalten. Wer weiß, vielleicht sind genmanipulierte Sachen bald wieder in mir. Wir wissen es ja nicht noch. Oh ja, jetzt, genau muss, mal gucken, jetzt muss man ja mal gucken, was eventuell demnächst noch ausgetauscht werden kann. Ja, man könnte natürlich auch schauen, was könnte noch geändert werden. Es gibt schon so einige Dinge, die... Kann man sich angucken, muss man. Man aber nicht. So, hier, einmal bitte auf den Stapel da. Den Ablagestapel. Mhm, ja, dann haben wir unser Parteiprogramm wieder angepasst und dann geht es wieder in die Sache mit Medien. Da du bist Staatsspieler. Da habe ich ja nur noch ein Medienmangel. Wollt ihr mir das eigentlich madig machen? Das wissen wir nicht so genau. Oder? Ich meine, du kannst schon mir die Hoheit hier noch wegnehmen. Es gibt ja auch noch das Schattenkabinett. Ja, das weiß. Das macht die Sache nicht besser. Das hat er aber auch noch. Ja, ja, das macht die Sache aber nicht besser. Das stimmt nicht, es gibt zwei. Ich setze einen Medienmarker für 5000 Euro. Ich bin echt so ein Schisser, aber ich könnte ihn auch da drüben hinsetzen. Ich setze den mal hier drüben. Für 5000. Aus der Portokasse, aus der Spendenportokasse, mit dem Maserati. Ich habe tatsächlich nur noch einen. Ich auch, ich hätte auch nur einen. Ich habe noch drei, deswegen zahle ich mal fünf. Aber es kann ja sein, dass jemand mir den zurückgibt, den Marker. Ich nehme auch einen. Ja. Ich brauche Wechselgeld. Ja. Und ich möchte dahin. Da auch hin? Und soweit ich mich nicht irre, ist es doch bei Gleichstand... passiert nichts mit den... Ja. Dann hat niemand die Medien vorher... Hat niemand die Hoheit, niemand die Mehrheit. Aber ja, vielleicht... Vielleicht. Das hat es ja angedeutet, vielleicht ändert sich das Ganze durch die jeweilige Schattenkabinettkarte. Das ist ja euer Spielzeug. Da möchtest du noch was machen, Pete? Ja. Ich habe nichts mehr. Ich würde gerne nochmal 5 ausgeben. Du würdest gerne nochmal 5 ausgeben? Ja. Oh, hier, warte, komm, ich helfe dir. Das ist ja. Würde mich da gerne hinsetzen. Das Brettspiel. Mr. Fantastic, hier sein Arm oder Google Gadget. Ich wäre gern Mr. Fantastic, da wäre mein Intelligenzquotient definitiv höher. Ja, das hast du wirklich gesagt. Du bist eher das Ding. Aus dem Sumpf. Nee, nicht aus dem Sumpf, sondern von den Fantastischen 4. Nee, so eine Haut habe ich nicht. So eine Haut hast du nicht. Okay.
Möchtest du noch Medien? Du hast keinen mehr. Ich bin der Einzige. Du bist der Einzige, der hier noch weiter Medien. Jetzt, das heißt, ihr könnt auch keine austauschen. Nee, tatsächlich können wir auch keine austauschen. Nur entfernen damit, oder? Ja, du kannst entfernen und wenn du noch einen hast, darfst du einen von dir hinstellen. Ja. Aber entfernen reicht ja vielleicht schon. Also, mach du das. Hast du gehört, meinst du, ja? Hab ich mal gehört. Den behalte ich dann. Passe dann auch. So, dann sind wir mit dem Medienanteile sichern fertig. Ja. Mhm. Und dann geht es jetzt in die Wahlveranstaltungen abhalten. Da können wir nämlich hier wieder, und da brauche ich auch die Übersicht, weil ich mir das immer noch nicht gemerkt habe, eine für 1000 können wir wieder was kaufen. Unsere schönen Klötzchen kaufen. Und zwar will ich jetzt mal 8 für 20.000 auf drei, mache ich mal. 20.000. Für 20.000 hole ich mir 8 Klötzchen, weil ich natürlich jetzt nicht so vorgesorgt habe wie der Piet, der clever war und hier noch 2 hat stehen lassen. Gehe ich jetzt hier mit 8 in Berlin rein und dann würde ich gerne nochmal 4. Da muss man Geld haben. Würde ich nochmal 4 waren 5.000, ne? Sehe ich das richtig? 4 sind 5.000. Dann nehme ich nochmal, ach ja, nee, ich nehme mal nur einmal. Für 5.000 nehme ich nochmal 4 Marker hier drüben im Saarland. Und in Nordrhein-Westfalen halte ich mich erstmal zurück. Zurück hält er sich, weißt du? Zurück. Langsam wird es nämlich auch schon wieder knapp. Ach so, wird es das in der Kasse? Ja. Wie wir es tun, werden wir sehen. Muss ich ja anfangen, bevor ich es hier zu weit aufhalte. Es geht in Berlin heiß her. Ja. Habe ich gehört. Mhm. Was kosten denn 6? 6 sind 10.000. 10? 10.000. Ist nur ein sehr kleiner Betrag. Ja. Das ist noch ein kleiner Betrag. Für 7, 15.000. Oder so wie es der Alex gemacht hat hier, gleich mit. Gleich voll. Ich bin ja der Meinung, dass nicht genug. Ich habe ja nicht genug Geld gemacht. Das ist ja, ich habe mich ja nicht bestechen lassen. Auch, ja, bestechen. Das hat, aber das ist halt so. Das Weinerliche in seiner Stimme gehört. Nee, warum? Ich gewinne ja Nordrhein-Westfalen. Nur weil, dass du wirklich das ausnutzt, dass wir nur 2 Parteien für können. Als wenn ich das ausnutze. Ja, aber sowas von, mein Freund. Ich gebe mal 3 aus. 3? 4 hier. Ja. Nochmal 3. Nochmal 3. Hier drüben. Oder zahle ich da noch mehr? Das ist die große Frage. Ne? Wenn ich 2 mehr zahle, ich zahle nochmal 2 mehr. Dann kann ich da noch einen mehr hinlegen. Dann habe ich 6. Ihr macht einen aber Berlin auch echt. Berlin ist voll Haus, ne? Ja, Berlin ist echt so ein bisschen. Ja, ich werde da auch mit 6 reingehen. Einmal 10, bitteschön. Mit 6.000, ja? Nee, mit 6 Figuren. Mit 6 Wahlveranstaltungen. 6 Wahlveranstaltungen. Ich glaube, das reicht mir dann auch erstmal. Ja du, ich will dich da, wir wollen dich da zu nichts drängen. Nee, natürlich. Möchtest du noch woanders Wahlveranstaltungen kaufen? Ja, ja, ich bin am Überlegen, Ich glaube, mit 2 Wahlveranstaltungen werde ich auch noch in Saarland. Ich da auch nochmal mit 5 vertreten. Und das reicht erstmal, weil das Geld wird knapp. Das Geld wird knapp. Ich habe nur noch 3.000 Euro. Das Geld wird knapp und wir werden jetzt wieder unsere... Das Schattenkabinett. Ja, Politiker, Lobbyisten, wie auch immer, hier entsenden können.
Und die muss man natürlich auch wieder bezahlen. Und nicht vergessen, wenn ihr die Karte auswählt, wo es nochmal um diese Medienbeeinflussung geht, muss man die Karte bezahlen für 5.000. Und man muss ja auch nochmal 5.000 denjenigen geben, denen man diesen Medienmarker wieder zurückgibt. Das ist also 10.000 Euro, da darf man sich jetzt nicht gleich irritieren lassen. Ich setze mal hier bei Berlin eine Karte ein und aus rein finanziellen Gründen in keinem anderen Bundesland. Ja, aber warum Berlin? Bereite dich doch mal darauf vor. Ja, ich bereite mich hier. Ja, genau. Ja. Guck ihn dir an, wie er braucht. Das ist schlecht. Das ist doof. Nee, das macht keinen Sinn. Schön wär's. Oh, ich nehme mal den hier. Dann gibt's hier auch eine Karte für Berlin. Wie sieht's bei dir aus, Matze? Steigst du auch in Berlin mit ein? Treffen wir uns alle in Berlin? Wir treffen uns, glaube ich, alle in Berlin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch Berlin. Berlin ist ja meine Stadt. Ich glaube, ich komme auch nach Berlin. Und ich komme mit der Karte nach Berlin. Und anderes Bundesland wird überbewertet. Nee, das ist tatsächlich finanziell. Dann würde ich die mal kurz hier hinlegen. Also 5.000 Euro darf der gute Alex, darf ich bezahlen. Mache ich auch gleich mal. Zack, 5.000 Euro. Ups. Und dann geht es weiter mit Pete. Pete darf 8.000 Euro bezahlen. Das machen wir glatt. Und Matze darf auch 8.000 Euro bezahlen. Nehmen wir mal hier. Zack. Und dann fangen wir an, die Sachen abzuhandeln. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen als Startspieler. Ich darf jetzt einmal den Trend positiv beeinflussen von mir, gehe damit auf plus 2 und ich darf mir jetzt aussuchen, ob ich diesen mal 2 Marker entferne oder verschiebe. Nur entfernen, oder? Entfernen kannst du nur. Okay, nur entfernen, ja. Entfernen oder neu legen. Ne? Genau, einsetzen oder entfernen. Ja, okay, also wer nur entfernt. Ich will den aber gar nicht entfernen. Und ich darf jetzt nochmal mein Parteiprogramm ändern. Das heißt, den Parteiprogramm-Spielzug, wo man jetzt hier 2 Karten sich nehmen kann, das werde ich jetzt nochmal tun. Und was haben wir da noch? Plus Pflanze. Schade, liegt da gar nicht. Ne? Plus 20. Noch habe ich die Medienhoheit, aber das könnte sich ändern. Du hast keine Medienhoheit, das ist unentschieden. Achso, ja, stimmt, das ist unentschieden. Aber es könnte sich ändern. Dass du sie nicht mehr hast und er sie kriegt. Habe, ja. Ich nehme mal hier noch eine verdeckte Karte. Oh, das ist aber göttlich gewesen. Das ist das Plus Pflanze. Das ist das Plus Pflanze geworden. Oder Umweltschutz, wie man auch so gerne sagt. Ja. Du hättest auch alle Karten einfach weglegen können, um diese Plus Pflanze zu bekommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das wäre, ja, die Wahrscheinlichkeit ist auch höher gewesen. Aber der Thrill ist größer. Und dann nehme ich jetzt die Tomate hier, die Genmanipulation, nehme ich mal zurück auf die Hand. Und behalte die hier auf der Hand und lege das wieder ab. Ja, damit habe ich dann also meine Karte hier vollständig abgehandelt. Hauptaktion und diese Nebenaktion und die Karte kommt aus dem Spiel. Dann geht's weiter mit Pete. Mit Pete. Ihr beide habt die gleiche Karte wieder gewählt. Du darfst jetzt also als Hauptaktion 8 Stimmen erstmal. Komisch, dachte ich, laufe ihm davon, aber anscheinend tue ich das nicht. Das gibt also 8 Stimmen. Und Pete darf sich jetzt aussuchen. Als erster die Medien hier nochmal sozusagen verändern. Ja, dann darf auch nur er diese Hauptaktion, diese Nebenaktion machen, mit den Ausrüstern. Oder er kann nochmal so eine Umfragekarte bekommen. Ne? Da hinten. Da ist jetzt gerade plus 2 CDU. Und ich gucke mir die gerne mal an. Ja, also er wählt die Umfragenkarte aus. Und das ist es. Oh, das ist plus 1 Linke, minus 2 SPD, minus 1 Grüne. Die ist ja schon. Die ist schon. Die ärgert einen schon ein bisschen. Und so minus 1 die, Grüne. SPD ist nicht erfreut, sag ich mal. Die Grüne auch nicht. Ich nehme die einfach mal. Und dementsprechend, da wir ja plus
1 für mich selber haben. Gehen wir hier nach oben. Die SPD fällt um 2. Das ist der Grüne allerdings. Danke. Ich bin ja rot-grün blind. Und die SPD fällt um 2. Und damit ist sie abgehandelt. Das fand ich nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Matze, wie sieht es ja, bei dir aus? Ich gehe auch erstmal 8 Punkte. Ja. Die gebe ich dir gerne. Willkommen. Und jetzt ist natürlich die Frage... Du kannst jetzt nochmal die Medien ändern. Naja, ich kann halt die Medienmacht an mich reißen. Ja, indem du hier dich wegkicke. Und dann kann ich halt nochmal die Medien später beeinflussen. Oder ich riskiere und gucke da auf so eine Karte. Aber das ist mir... Tatsächlich bin ich für die Medien. Okay. Das bedeutet... Du zahlst 5.000. Ich zahle 5.000. An wen? An dich natürlich. Ja. Warum? Wenn du mich rausnimmst, dann kannst... Achso, du hast keinen Marker mehr. Ich habe keinen Marker mehr. Das heißt, okay. Ich muss tatsächlich Alex rausschmeißen. Genau. Ja. Und mich hier raus, das, wir können es ja mal so machen. Damit. Das heißt, habe ich die Mehrheit, ich kann keinen mehr einsetzen. Ich kann jetzt aber wiederum wieder einsetzen. Ja, nächste Runde. Nächste Runde. Nicht in Berlin. Nicht in Berlin, das stimmt. Das war dann auch schon die zweite Möglichkeit auf der Karte, das heißt, das war's. Mhm. So sieht es aus. Dann haben wir alle Aktionen auf diesen Karten abgehandelt und dann... Ich beeinflusse die Medien. Genau. Was tust du? Ich beeinflusse die Medien. Ich bin aber als erster... Nö. Ach nee, warte mal. Medien können nur einer beeinflussen. Ja, aber gehen wir andersrum. Du kannst als erster nehmen. Wer die Mehrheit hat, ja. Das ist ja nicht mehr, das heißt, hier fangen wir an. Da fangen wir an. Genau. Das heißt, ich beeinflusse die Medien. Ich habe die Medienmehrheit hier. Das heißt, ich kann eins vom Stapel nehmen. Und um euch halt zu ärgern, überwiegend bin ich mehr für die Bildung interessiert und weniger für den... Das möchtest du mit was austauschen? Mit dem Verkehr. Mit dem Plusverkehr? Warte, dann jetzt muss ich mal hier über Kopf. Mhm. Doch. Nee, die... Achso, ja. Doch, hat doch gestimmt, oder? Ja, ist alles richtig. Ja, alles richtig. Doch. Und okay. Das war's dann auch schon. Dann geht es weiter mit der Medienpräsenz im Saarland. Zweimal rot. Ja, dann tausch was aus. Zweimal rot und da liegt jetzt noch plus Bildung. Plus Kamera habe ich noch. Minus. Da würde ich auf jeden Fall die Bildung rausnehmen und würde sie mit Tomate. Würde sie mit plus Kamera. Ach nee, plus Kamera liegt schon. Nein, das geht nicht. Nein, das funktioniert nicht, hast schon recht. Mit plus Digitalisierung gerne. Ja, das finde ich auch okay. Und dann dort hinten in Nordrhein-Westfalen hat Piet sich die Medienhoheit erkämpft. Und Nordrhein-Westfalen findet Pflanzen, ist eine ganz doofe Umweltschutz. Umweltschutz ist echt brauchen wir nicht. Gut, weil, wir haben ja guten Verkehr, da brauchen wir keinen Verkehr. Umweltschutz. Und wir sind, ich bin ja sowieso an, wir sind hier gegen die Gentechnik. Gegen die Gentechnik, ja. Gegen die, ja, gesagt, getan, gegen die Gentechnik. So, und schon haben wir die Medien beeinflusst. Mhm. Und wir versteigern Umfragen. Puh. So, da gucken wir jetzt wieder nach Berlin. Wer hat denn hier die meisten Stimmen? Erst, war das nicht andersrum? Wie war denn das? Nee, wir gucken. So. Also Stimmen werden immer gegen den Uhrzeigersinn gemacht. Das heißt, wir fangen in Nordrhein-Westfalen an. Ist aber keiner. Ich habe auch keine 4. Nee, Umfrage versteigern. Umfrage. Ach so, Umfrage fängt in Berlin an. Fängt in Berlin an. Da seid ihr mit 29. Du bist Aktionator. Nee, ich bin Aktionator, weil er ist Startspieler. Wir beide wären... Einer von uns beiden ist es. Ich sitze näher am Startspieler. Fängst du an? Nee, der Aktionator ist der mit den meisten Punkten. Nur bei Gleichstand zählt du. Startspieler entscheidend. Alex, wir beide habt gleiche Punkte. Wir haben gleiche Punkte. Wir haben beide 29. Aber Alex hat 3 oder? Ach so, oh, sorry, von der 28, Seite. Ich habe 29 und 28 vergessen. Genau, kein Problem. Nee, dann ist Alex Startspieler. Dann sage ich nichts. Dann darf Piet jetzt die Auktion starten und das bedeutet, du sagst als erstes. Doofen. Was haben wir denn da gerade? Im Moment SPD? Ist was für dich ganz gut dabei. Plus 2 SPD. Nenn mal eine Zahl. Ja. Das könnte ja auch für mich gut sein. Ich
fangen mit 2000 an. Ich sag 2000. 3000. Passe. Passe. Für 3000 hole ich mir die schmucke Karte. Gib's zu Piet. Ja, gib's zu Piet. Und hier geht die CDU und die FDP nach unten. Die spielen nicht mit, aber die SPD geht 2 nach oben. Das ist doch gut. Und die Linke geht, bleibt. Nee. Die bleibt ja nicht. Das steigst nur du, wenn überhaupt. 2, genau. Ich mach das auch mal. Ich gehe jetzt mal hier 1, 2 nach oben. Alles klar. Habe ich mich hier wieder retten können. Ja. Verdammt. Dann gehen wir weiter nach ins Saarland. Ins Saarland. Und da haben wir eine CDU-Karte. Das und heißt, anfangen, du bist Auktionator, ich passe. CDU-Karte. Ich mach mal wieder 2000. Du machst 2000 für die CDU. Ich überlege gerade, was haben wir denn noch für Gelder? 2000 hast du gesagt? Ja. Ich sag 3000. Okay. Dann muss ich den Fünfer hier mal weggeben und nehme mir zwei neue. Genau, dann Piet, zeig uns mal, was ich da wieder Schönes gekriegt habe. SPD plus 3 wäre die Option, Linke minus 1. Zeigst du noch kurz einen Tick? Einen Tick weiter unten. Das wäre die Option, die das du hast. Das wäre die Option. Dann hätte ich natürlich lieber die andere Karte vorhin nicht genommen und ja, aber ich. Wenn das ein bisschen Overdose ist, bin ich du bist nicht in. Wir spielen nicht in Berlin übrigens, wir spielen im Saarland. Ja, Entschuldigung. Du Cheater. Ja, unglaublich. Eins, zwei, ja, ich hab, und ich gehe nach unten. Da hab ich so gefunkelt haben, meine Augen. Genau. So, eine FDP-Karte noch für Nordrhein-Westfalen. Und da du darf bist ich Auktionator. Jetzt mal loslegen. Nee, du bist Auktionator. Auktionator. Ich du passe. Bist der Letzte. Du passt. Der Letzte. Ich sag mal 1000. Du sagst 1000. Ich sag auch 1000. Geht nicht, du musst höher. Muss ich höher? Ja, ist das nicht das der letzte 1000? Nein. Ach, du zahlst es ja auch nicht ihm. Ja, ja. Oder du darfst, also kannst du auch gerne mitmachen. Dann nehme ich 2000. Dann 2000. Ja. Du hast eindeutig noch zu viel Geld. Ja, er hat ja auch sich auch bestechen lassen. Und wir haben SPD plus 1, Linke minus 1. Oh, schon wieder. Ich wandle das aber lieber in Parteipunkte. Ja. Parteibasispunkte. 1, 2, 3. Ja. Dann sind wir damit durch. Ah, das war die Umfrage und fand ich jetzt gar nicht so. Das war gar nicht so. Natürlich. Muss ich jetzt mal sagen. Ich ohne Geld eher anstrengend. Ah, Entschuldigung, ich bin gerade an das Mikro, glaube ich, gekommen. Ja, dann geht's jetzt wieder. Ohne Geld, wie man sieht, hat man da wenig Chancen auf Sieg. Um Stimmen umzusetzen. Nordrhein-Westfalen hat allerdings 3 oder weniger Wahlveranstaltung, da können wir also nichts umsetzen. Dann gucken wir in Saarland. In Saarland ist es möglich. Und da schaue ich mal. Ich fange mal an. Ich würde mal anfangen. Und zwar habe ich hier 4 plus 4 sind 8. Und ich stimme überein mit minus Sozialstaat. Plus Überwachung zählt auch doppelt. Und plus der Digitalisierung bin ich also bei 4. 4 mal 8 sind 32. Huila. Mache ich auch. 32 Stimmen bitte mal auf meinen Stimmkonto und die Wahlveranstaltungen werden hier abgeräumt. Dann geht's weiter mit Piet. Ja, ich wäre bei, je nachdem was ich einsetze, mit minus 2, das ist echt fies. Auch wenn ich 4 Übereinstimmungen habe in dem Fall, wäre es mal 4. Wenn ich alles einsetze, sind es 12 Stimmen. Gefühlt lohnt sich das nicht. Musst du nicht machen. Würde ich dementsprechend auch nicht machen, glaube ich. Ich bin dran. Ja. Ich werde einfach nicht alle Wahlveranstaltungen auflösen. Ich werde nur einen Teil nehmen. Ich nehme mal 3. Geht nicht. Ach so, ich muss ja mindestens 4 nehmen. Wir sind ja jetzt im. Dann nehme ich aber auch mindestens 4. Plus 2 macht 6 und ich habe 2 Übereinstimmungen mit der Digitalisierung und dem Sozialstaat. Keine negativen Werte, also bin ich bei 12 Punkten. 12 Stimmen. Die werden mir vielleicht nachher noch nützen. Und schon sind wir in Berlin. Schon sind wir in Berlin. Es ist Wahltag mit einer unglaublich hohen Wahlbeteiligung. Noch nicht da gewesen, 100% gefühlt. Gehen wir jetzt hier in die Wahl. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, okay. Also, ich habe hier voll Hütte alle 8 Cubes eingesetzt. 8 plus 2 bin ich also bei 10. Und dann gucken wir uns noch mal kurz an,
was das Volk hier eigentlich gerne möchte und was ich habe. Ich habe hier diese Pro-Digitalisierung, es zählt auch doppelt, den sozialen Ansatz, der wird hier nicht so weit verfolgt und Umwelt ist auch weiter nach vorne gestiegen, bin also mit keinem Negativaspekt und damit einem Multiplikator von 4 bei 40 Punkten, 4 mal 10. Allerdings war ich ja schon bei 28, da bin ich jetzt bei 68 und ein Hint dieses Prototyps, normalerweise sind das ja hier ja, quadratische Plättchen und auf der Rückseite ist eine plus 50 eingearbeitet, die dreht man dann um und dann sieht man, dass man über die 50 hinausgekommen ist. Ich war, was habe ich gesagt, bei 68, bin also bei über die 50 bei 18. Na, wir geben dir hier einfach von und, dem hier. Genau, legen jetzt einfach mal zwei Marker darauf. Damit bin ich schon mal über die 50 gekommen. Wheel. Und nehme mir diese Cubes hier schon mal. Ich weiß nur eins, ich gehe nicht in die Politik. Wahlveranstaltung, wir haben also 6 Cubes plus 4, das sind schon mal 10. 10 multipliziert mit, ich habe 2 Übereinstimmungen, eine wird verdoppelt, sind also 3, kriege ich 30 Stimmen, habe ich dementsprechend 59. Und wäre dementsprechend hier unten. So. Ich bin mit 6 Wahlveranstaltungen im Rennen und habe leider keinen Trend. Null Trend. Das heißt, es bleibt 6. Trendeente. Aber dafür hast du das perfekte Programm. Ich habe das perfekte Programm. Alle meine Wahlprogramme stimmen überein. Und es ist nichts ausschließend. Das heißt, die 6 wären mal 5 gerechnet. Das heißt, ich kriege 6 30 Punkte auch dazu. Bin 30 ich, plus 29, bist du mit Piet gleichgezogen? Mit Piet gleichgezogen, nimm dir da einen Stein, Piet. Ja. Das ist eine Schweigeminute für mich jetzt. ich gebe dir hier noch deine... Mister, ich mache auch was in Nordrhein-Westfalen, damit man das mal sieht, weißt du? Ich habe da einiges gemacht. Was hast du? Stimmen hinten da umgesetzt. Ich habe als einziger in Nordrhein-Westfalen habe ich schon Stimmen auf meinem Zettel. Ja und? Das heißt ja nichts. Und ich habe Medienpräsenz im Saarland. Wir sind also, noch nicht fertig. Ja, wir sind noch nicht fertig. Das wird noch ausgeschlossen. So, jetzt gucken wir, wer ist Wahlsieger. Nee. Wir können es ja nochmal richtig machen. Wir geben jetzt wirklich Siegpunkte für die Stimmen gemäß der Landeskarte. Ja, wir haben alle über 50 Stimmen, das heißt, wir kriegen alle 30 Punkte. Das ist relativ einfach. Ich schalte mal wieder auf Piet, der mal nochmal ein bisschen hochrutscht. Genau, und dann kriegt jetzt jeder, wie viel haben wir gesagt? 30. Du kriegst 20, wenn du nochmal nachfragst. Ich hoffe. Das wäre eine Menge Geld für die nächste Runde tatsächlich. Ja. Kriegen wir aber nicht, weil Abrechnung ist. Ja. So, Wahlsieger gibt es nur einen alleinigen, damit kriegt er 11 Punkte. Nein, jede dieser Parteien erhält 10 Siegpunkte. Wenn 2 oder mehr Parteien mit 50 mehr Stimmen haben. Ah. Ja. Das stimmt. Stimmt. Weil ich die große Koalition wird jetzt gemacht. Wir erhalten alle 10. Wir erhalten alle 10. Aber da du Wahlsieger bist, darfst du einen der Medienmarker. Medienpräsenzmarker verstellen. Das finde ich doch toll und hier ist sogar auch noch einer, den kann ich jetzt nämlich hier hinstellen und ich muss das nächste Feld nehmen, na, wir sind ja jetzt hier schon bei der zweiten Landtagswahl. Das heißt am Ende, da kommen wir ja dann auch gleich bald zur Abrechnung, ist dann nochmal 9 Punkte. So, und dann wird immer, wenn der Wahlsieger nicht derjenige war, der vorher die Medien beeinflusst hat, darf er auch dieser einen Medienmarker auf den Tableau stellen. So hatten wir die Regeln verstanden. Das bedeutet, ich darf auch noch einen hinstellen, oder? Ja. Das Schattenkabinett. Ja. Mann. Der Schattenkabinett, weil er ja hier die Sachen manipuliert hat und damit die Medien beeinflusst hat. Stellst du mich mal rüber, Alex? Es tut mir leid, eigentlich, also irgendwie, ich habe einen Krampf. Ich habe gerade so einen Krampf im Unterarm. Kann gar nicht verstehen, warte, ich mach das mal schnell. Ja, damit ist diese Wahl auch abgehandelt. Dann gibt es natürlich jetzt würde man wieder Geld? Geld, eine Menge Geld. Normalerweise die Einkommen machen, man würde wieder eine Spendenkarte wählen, man würde die Sachen weiter aufdecken, man würde das Brett wieder aus dem Spiel nehmen und es würde jetzt im Saarland weitergehen.
Und wurde da geschaut, werden wir dort gewinnt, um dann natürlich das Finale in Nordrhein-Westfalen zu machen. Das heißt, hier wäre einer aufgelegt. Das würde jetzt zum Beispiel auch nicht gehen. Die würde abgelegt werden. Und es wird so lange einer aufgedeckt, bis was passt. Passt wie doch. Diese zum Beispiel. Aber ich denke, ihr habt das Grundprinzip jetzt verstanden. Also es ist wirklich dann das Gleiche wie jetzt gezeigt, angepasst mit den Karten. Wir versuchen hier wieder, uns möglichst gut zu positionieren. Und stellen wir uns jetzt mal vor, das wäre jetzt die vierte Landtagswahl gewesen. Dann würden wir auf diesen Zettel, der da auch noch bei Piet liegt, unsere finalen Punkte noch eintragen, genau, und dann zusammenzählen. Hier wäre also die Medienpräsenz noch mit einzutragen, die wir haben. Das heißt, ich kann die Farben nicht erkennen, sind also alles meine. 19 für die Grünen. 19 für die Grünen. Hier gerade 19 für die Grünen. Und die SPD bekommt da auch nochmal 9 Punkte. Die Linke leider nicht vertreten auf diesem Spiel. Nee, ich habe dieses Spiel definitiv nicht gewonnen. Und dann gucken wir, wie viel Parteibasis. Auf die Parteibasis. Ja, die Linke hat 21. Das reicht in dem Fall aber nicht. Die SPD hat 17. Und die Grüne hat 8. Sehr kleine Parteien. Und dann würde jetzt das Bargeld gezählt werden. Und zwar der, der das meiste hat, kriegt nochmal 6 Punkte. Das, das also, Manze mit 10.000 ja. Aktuell. Wie viel? 6 Punkte und der zweitmeiste? 3. Da ich gar kein Geld habe, ist die Sache eindeutig. Rein theoretisch hätten wir ja noch Geld bekommen. Ja, aber nee, das ist jetzt egal. Nicht in der letzten Runde. Nicht in der letzten Runde. In der letzten Runde gibt es kein Geld. Kein da Geld mehr. Muss man also gewirtschaftet haben. Und dann, Piet, zeig doch mal ganz unten das Feld hier. Da machen nämlich alle so ihren Zeit. Genau, da wird es einfach zusammengerechnet. Ja, und ich schreibe in der linken ist es irgendwie 36, 46, 47, 67, 20, 29, 39, 40, 46, 86 und hier sind 14, 33, 43, 50, 80, 88. Ich habe mich bestimmt verrechnet. Nee, habe ich nicht. Du musst dich verrechnet haben, die Grünen können nicht. Die Grünen haben gewonnen, weil sie einfach... Mit 88, was ist denn das? Heilhydra. Heilhydra. Nein. Ja, ich würde sagen, ihr solltet jetzt einen guten Einblick bekommen haben, was die Macher ist, wie man die Macher spielt, was da passiert, dass man eigentlich gut fährt, wenn man diese tolle Übersichtskarte abarbeitet. Vielleicht könnte man sagen, sie ist super. Sie ist auf jeden Fall nicht klein. Also es ist keine kleine Übersichtskarte, die man neben... Also jetzt, ihr seht ja, der Tisch ist auch gar nicht so unvoll. Aber dafür kann man das alles gut erkennen und kann das wirklich schön strukturiert nacheinander abarbeiten. Empfehle ich auf jeden Fall für die ersten paar Partien. Ja, ja, finde ich auch immer super. Also sehr strukturiert. Man lernt es auch sehr gut, wenn man das einfach mal so durchgeht, eine Runde spielt, um zu sehen, was alles passiert. Was ihr jetzt, das Einzige, was ihr so ein bisschen verpasst habt, ist jetzt das strategische Ausspielen der Volksmeinung, weil halt weniger vorhanden sind, die entsprechend anzupassen. Aber im Großteil habt ihr alles gesehen. Die Medien haben eine große Macht. Was allerdings nicht erwähnt wurde, ist der die Medienhoheit hat, kann in dem Bundesstaat gar nicht fallen. Ah, stimmt, ja. Was dir wahrscheinlich, was mir gerade einfällt, dann wärst du hier gar nicht gesunken, glaube ich. Stimmt, gesunken. Da haben wir dann hättest, noch dann mehr Punkte. Nee, du hättest ihm nur Punkte weggenommen. Ja, das stimmt. Aber ich wollte ihn nicht zu sehr. Das stimmt, da hat Piet recht. Gut, dass dir das nochmal eingefallen ist. Ihr seht, es ist natürlich schon, es ist schon ein Kennerspiel, ja. Da gibt es schon einige Sachen. Ich würde fast Experte sagen, aber es ist nicht so kompliziert, wie ich... Das Kennerspiel, es ist nicht so kompliziert, wie ich dachte. Ja? Und darüber habt ihr jetzt einen guten Einblick erhalten. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr die auch immer gerne nach unten in die Kommentare schreiben. Da werden wir das ein oder andere Mal dann auch nochmal vorbeischauen. Der Matze versucht ins Bild zu kommen, ich hab's aber nicht. Mein Gott, jetzt das hat dieses Video ungemein aufgehört. Auf jeden Fall. Wer jetzt also Lust auf die Macher bekommen hat, der kann also jetzt über Spielworks die ganze Sache vorbestellen. Da ist das Ganze in limitierter Form, vermute ich mal, genau weiß ich das auch gar nicht, aber ich denke, die Auflage bei Spielworks ist ja meistens... Ist immer 1000. Ja.
Also, wer da Bock hat, einfach schnell sein. Oder wer vielleicht noch eines der anderen Auflagen zu Hause hat und jetzt mal wieder Lust bekommen hat, holt es auf den Tisch. Ich, ja, ich bin wirklich auch positiv überrascht. Ich war extrem zurückhaltend. Die Thematik ist eigentlich nicht meins. Und ja, ich war wirklich positiv überrascht, jetzt auch hier wieder in der Partie. Es macht wirklich Laune. Es ist relativ einfach, dann doch zu handeln. Und ich habe gar nicht so schlecht abgeschnitten, ne? Ja, wenn einer in die Publizität geht von uns beiden, dann bist du das in dem Verdammt. Fall. Ich bin in der Hintergrund einfach die Zigarrenraucher. Ja, sehr schön. Ich bleib der Schattenmann. Sehr schön. Dann haben wir alles aufgeteilt. Wir verabschieden uns. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaut wieder rein, Piet und Alex und der Matze heute hier. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.